So, und damit einen wunderschönen guten Abend. Und da fällt mir gerade auf, ich habe eben vergessen, die Teams zu aktualisieren. Huch,
Schön, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen zu den PMC Germany Scrims, hosted by Equalize. Lasst mich aber vorher noch ganz schnell im Raum joinen, das wäre ganz bitter, wenn ich nicht reingehe. Erste Runde geht um 20 Uhr los, wie gestern haben, fangen wir mit Erangel an und werden dann alle vier Maps sehen. Ja, wir haben heute 17 Teams dabei und ich bin mal gespannt drauf, wer sich hier heute den Tagessieg schnappen kann. Gestern war es ja schon sehr, sehr spannend. Da Würstel lädt ein. Das passt nicht. Ich will auch gerade einen Raum aufmachen. Uff, das war fail. Ich hätte jetzt fast einen Raum aufgemacht. So aus der Gewohnheit. Passwort schon eingegeben. Aber nein, wir wollen einen Raum joinen. Natürlich PMCO Germany Scrims. Ich habe richtig Bock drauf. Bin auch mal gespannt drauf, wer sich wie gut schlägt. Gestern Abend muss ich ja wirklich sagen, es waren für mich ein paar Überraschungen dabei, wo ich vorher nicht so mit gerechnet hätte, ja. Allem voran natürlich mir Sexes, die waren sehr stark. Nicht, dass ich vorher damit nicht gerechnet hätte. Ich habe nur erstmal nur den Namen gelesen, wusste nicht, wer da spielt. Und von daher war das schon sehr positiv. Aber auch andere waren gut dabei. Heute wird es auch interessant werden, ja. Wir haben heute auch ein paar andere Teams dabei, wo ich mich auch besonders drauf freuen werde. Aber in jedem Fall wird es sehr, sehr spannend werden. Lasst mich gerade mal noch die Teams raussuchen, beziehungsweise die Liste dafür ziehen. Ich muss da kurz noch was für machen. Jo, so, dann die ersten neuen Teams kopieren. Das Tai ist dabei, sehr schön. Also sind wieder einige dabei, die wir auch kennen. Da freue ich mich besonders drauf. Schön, dass ihr auf jeden Fall schon eingeschaltet habt. Sagt gerne euren weiteren Clan-Mitgliedern, dass ich live bin. Würde mich sehr freuen. Denn ich habe schon länger jetzt nicht mehr international, sage ich mal. Oder ja, was heißt? Also nicht die solche Scrims gecastet. Gestern waren schon echt viele. Das freut mich auch. Und vielleicht werden wir heute der ein oder andere noch mehr. Das würde mich dann natürlich noch mehr freuen. Und haben wir jetzt die zweite Teamreihe. Also machen wir kurz noch den Timer rein und dann bin ich auch für euch da. Ich bin mit beiden Accounts drin. Ich muss noch kurz auf Twitter das Ganze einem Shoutout geben. Und dann können wir loslegen. Kurz noch auf meinem Discord. Hätte ich jetzt auch fast vergessen. Ah, ich bin ein bisschen zerstreut heute Abend. Zu wenig getrunken tatsächlich. Aber schön, dass ihr alle dabei seid. Und auf geht's. Fatgirl ist das Einzige, was mir bekannt vorkam. Ist das vorletzte von oben Kuma? Ja, ist das. Das war sicherlich Kuma. Ehrenmann, sagt Kiki, ja. Also, schön, dass ihr dabei seid. Die erste Runde geht gleich natürlich los. Wir haben noch 6 Minuten Zeit. Ist noch massig Zeit. Es sind 19 Spieler da. Von diesen oben 18 stehenden Teams werden 17 antreten. Kam gestern, musste kurzzeitig abmelden. Aber Props gehen raus, sie haben sich abgemeldet. Macht nicht jeder, finde ich gut. Von daher wundert euch nicht, dass wir gleich nur 17 Teams da sein werden. Das heißt, nur 17 ist natürlich gut. Ich bin mal gespannt drauf, wie es werden wird. Gestern Abend, die Fights waren schon echt sehr, sehr, sehr klasse und sehr, sehr spannend. Hat richtig viel Spaß gemacht, zuzuschauen, ob es heute wieder so krass wird. Mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und schön, dass ihr schon dabei seid. Ja, ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Ich jedenfalls werde auch wieder Spaß haben. Gestern Abend tatsächlich 4 Matches am Stück voll Hardcore-Cast hatte ich jetzt auch schon länger nicht mehr. Da musste ich dann doch während des Streams das ein oder andere mehr trinken, weil ich ja eben gemerkt habe, huch, so ganz so easy wie einfach Lobbys, wo du locker langsam redest im Verhältnis, weil es da ja nicht so ganz wichtig ist, dass man völlig da mit abgeht, sage ich mal. Und auch gar nicht so krass mitfiebert wie jetzt bei Scrims, muss man ja ehrlicherweise sagen. So, 26 sind wir und ich bin auch ganz gespannt heute auf ein Team. Wir gehen aber erstmal durch die Liste, wer so dabei ist. Ihr seht so oben Equalizer auf der 3, Team Focus auf der 4, Fate auf der 5, Amok wieder dabei auf der 6. Wir haben jetzt auf der 7 zumindest gelistet. Infamous Esports auf der 8, Bot Looters auf der 9, Accelerate EU auf der 10, Dostai auf der 11, The Captains auf der 12, Hate Gaming auf der 13, Team Ram EU auf der 14, Blackspugs auf der 15, auf der 16 haben wir Kuma. Da bin ich ganz gespannt, ganz besonders gespannt drauf. Auf jeden Fall auch einer der Favoritenteams aus meiner Sicht. Angry Kids, gestern eine Runde nicht da gewesen,
bisschen unter Potenzial verkauft. Ich glaube, die können auch besser. Seven Atoms sind dabei, Illuminate und Unknown Esports. Das heißt, mit 6 ist von gestern, ist heute nicht dabei. Aber vielleicht dann in den nächsten Tagen wieder. Freitagabend gilt's, ja, da geht die Quali los. Hab mich noch gar nicht weiter damit befasst, also wie viele Teams weiterkommen und so weiter. Aber das werde ich auf jeden Fall mal noch nachholen. Und dann bin ich gespannt auf, wer das Qualifier schafft. Und wenn wir Glück haben, weiß da leider noch nichts. Das würde ich es euch natürlich verraten. Sehen wir uns ja dann im Halbfinale, Finale wieder. Als ich nochmal die Chance das bekomme, das zu casten, das würde mich mega freuen. Kann ich aber nicht versprechen, ich weiß einfach noch von gar nichts. Es wird wahrscheinlich wieder über eine Agentur laufen und entweder ich habe Glück oder ich habe Pech. Das werden wir noch sehen. Ich bin aber nicht böse, wenn ich es nicht kann, weil die Wege bis dahin, dass man das streamt, sind schon kompliziert. Ich würde mich aber umso mehr freuen, wenn ich das Ganze streamen darf. Also, gerade nochmal der Windows Defender, ja, alles clean, hat er gesagt, alles clean hier, alles am Start, sehr schön, schön, dass ihr dabei seid und vielen Dank fürs Einschalten. Jetzt geht dann die Runde gleich los, wir sind bei 21 Zuschauern, das werden sicherlich noch der ein oder andere gleich mehr werden. Gerade mal schauen, ob es schon auf dem Discord gepostet wurde, wo die Scrims gehostet werden. Ansonsten sind es aber auch noch 4 Minuten, bis die erste Runde losgeht knapp und dann schauen wir mal, wer sich hier den Sieg holt. Jo, wurde schon gepostet. Vielen, vielen Dank dafür vor 3 Minuten. Das heißt, jetzt werden so die Leute nach und nach reinkommen. Allen vorab wünsche ich allen Teilnehmern erstmal viel Erfolg. Ich freue mich auf ein paar spannende Spiele und möge das beste Team heute sich den Tagessieg holen. Und mögen auch die besten Teams in der PMCO Germany möglichst weit kommen und dann vielleicht Deutschland sehr gut beim European Finale oder gut, das erste Team wird es dann auch in der Weltliga im Herbst vertreten. Ja, das dazu. Ich finde auf jeden Fall so eine Plattform sehr, sehr gut, wo man trainieren kann vorher. Es spielen sicherlich nicht alle zu 100% ernst. Das muss man sich bewusst sein. Ein paar werden das wirklich als Training nutzen und Sachen ausprobieren, neue Sachen ausprobieren. Andere sind im Vollfokus, das weiß man halt vorher nicht. Okay, danke für den Follow. Lol, hast du nicht auch schon mal gefollowt? Kann sein, dass er wieder gebuggt hat. Also wenn ihr keinen Follow mehr da habt und habt mal gefollowt, haut gerne den Follow noch raus. Wir haben jetzt gerade, glaube ich, die 520 voll gemacht. Ihre, das ist sehr, sehr cool. Ne, 519, dann hast du schon vorher gefollowt und das zeigt mir jetzt nicht an. Aber schön, dass du dabei bist. Und schön, dass ihr alle dabei seid. Moin, moin. Sei, dass ich vorhin nicht da war. Muss noch von der war noch auf der Abschlussfeier. Alles klar, Shadow, kein Problem. Moin, moin. Eldox, grüß dich. Kiki ist dabei. Fat Crow ist sowieso dabei. Schön, dass ihr alle da seid. Ganz vergessen eben. Und jetzt habe ich irgendwo mein Eistee eben drin stehen lassen. Aber ist nicht schlimm. Dann trinken wir Wasser. Ist sowieso gesünder. Ist nicht das Main-Team von Kuma. Na und? Trotzdem bin ich gespannt drauf, wie gut sie sind und du kannst sie trotzdem als Favoriten sehen für die Scrims. Weil die sind auch gut. Aber da können wir am Ende nochmal drüber quatschen. ISK. Main Team spielen Dinge Scrims heute Abend. Hat eben noch am Handy ja aufgepoppt, aber zumindest sollten sie die spielen. Ich weiß es nicht genau, ob es jetzt auch wirklich so ist, aber ich gehe davon aus. Aber auch die können hier eine Runde gewinnen. Sage ich ganz sicher. Und die können auch bei den Runden mit oben dabei sein. Also, warten wir es ab. Ah, Lich ist gleich erstmal 3 Kills rausholt in der ersten Runde. Drücken wir die Däumchen. Aber du hast recht, SK, ich habe mit dem Main-Team gerechnet. Ich habe nicht drauf geachtet. Mein Fehler. Trotzdem glaube ich, dass die auch locker eine Runde gewinnen können. Die auch mithalten können. Schauen wir mal. Aber auch natürlich hier, ihr seht es, ein paar andere, wo ich fest davon mal zähle, oder drauf zähle, dass ihr eine Runde holt, ja. Equila ist oben, gestern ein bisschen unter Wert verkauft. Dostari Ansap ist jetzt da, da müssen die anderen rein. Oh, Dostari war auch in den, ich weiß, offene Lobbys kannst du nicht vergleichen, die waren aber auch gut dabei. Dostari Ansap ist erstmal alleine. Das ist nicht gut. So, jetzt bin ich auch ein Zeichen vor einem Namen. Auch danke, Shadowblade, für das Sub. Vielen, vielen Dank dafür, gar nicht gesehen. Ehre. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool. Das ist wirklich nice. Vielen, vielen Dank, lieber Shadow Black, dafür. Danke für den Support. Das wäre aber nicht nötig gewesen, ja. Falls du das Geld woanders gebraucht hättest, dann bitte nicht nochmal machen. Aber vielen, vielen Dank.
dafür. Sehr, sehr lieb. So, 62. Wir werden sicherlich wieder noch ein, zwei Minuten warten und ich hoffe mal, dass man da jetzt, ja, dass da jetzt noch jemand kommt. Die, die zu dritt sind, dürfen auf jeden Fall antreten. Vielleicht Dostai in der nächsten Runde dann dabei. Kann auch immer sein, dass da irgendwas gerade schief geht. Unser erstes Team spielt PMC Europa. Ah, spielen die Europa mit? Siehst du, das wusste ich auch gar nicht. Aber das dürft man, gell, das darf man dann schon. Aber PMC Europa sollten die gute Chancen haben. Aber, ja, schön, dass ihr alle dabei seid. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Jetzt sind gerade noch welche gejoint. 8 ist noch jemand da und einer von dem anderen Team, die zu dritt waren. Das heißt aber, Dostai wird wahrscheinlich nicht antreten können, dürfen, müssen. Ah, okay, das macht Sinn, dass sie dann überhaupt nicht hier mitspielen. Ja, habe ich gar nicht so weit gedacht, dass ihr ja mit einem dann Europa spielt, mit dem anderen Deutschland. Aber ist natürlich legitim, es spielen auch welche Amiland und Europa Qualifier mit und spielen dann nachher im Endeffekt eventuell sogar beide in der Weltliga in der gleichen, wenn alles krass läuft, aber das müssen wir mal sehen. Schön, dass ihr dabei seid, 65, ja, Dostai, vielleicht hat man da Bescheid gegeben. Alle anderen Teams sind jetzt als Fullscore da, zumindest hat sich aus der Sicht das Warten gelohnt. Und nochmal vielen, vielen Dank, lieber Shadow Black, für das Abo. Schön, dass ihr alle dabei seid und jetzt geht die erste Runde los, dann mit 16 Teams und 64 Spielern. Viel Glück dabei, ja, auf jeden Fall, viel Glück da an Kuma, bin mal gespannt drauf. Auf das ganze Qualifier-Prozedere und übrigens, ihr dürft auch mir, wenn ihr vorher euch irgendwie qualifiziert habt, gerne schreiben. Ich werde es nicht rausposaunen, also jetzt egal, welcher Clan, weil ich finde immer, wenn ich so ein bisschen das zumindest als Wissen habe, wer so weit ist und mich dann mitfreuen darf, welches von den deutschen Teams es geschafft hat. Kuma Eis ist das, glaube ich, oder? Jeder sieht nach einem Eisbär aus, das war ja, das war das Eisteam, es gab noch Kuma, wie hießen sie noch gleich, ich weiß es gerade nicht mehr, zu viele Namen im Kopf, Stack Overflow, aber nicht schlimm. The Main Man ist da, Hallöchen. Destiny sind dabei, Cryptic Spectre, Barky und Karlat. Das könnte lecker werden. So, wir gehen aber jetzt rein, da seht ihr es schon. Let's go. Wir springen natürlich direkt rein hier. Iro ist jetzt hier für Dostai noch spät gejoint. Ja, ist ärgerlich. Sein Teammate wurde gerade gekickt. Wir waren aber schon 2 Minuten drüber. Und dann muss man einfach irgendwann sagen, wenn man es nicht zeitlich schafft, dann muss man halt sagen, naja, wir starten ohne die. Danke, Mainman, für den Follow. Vielen, vielen Dank dafür. Grüß dich, Kerem ist auch dabei. Ja, irgendwie heute auch nicht so viele Zuschauer wie gestern, aber ist natürlich nicht schlimm. Schön, dass ihr alle dabei seid. Es liegt auch sicherlich daran, dass Season Start ist, viele am Pushen sind. Habe ich mir vorher schon gedacht, auch heute bei den Lobbys, das ist ja logisch. Ist aber nicht schlimm. Drücken wir den Teams die Daumen. Good luck. Wir haben gestern auch schlechte Leistung gezeigt, auch ein bisschen was Neues ausprobiert. Ja, okay, das ist ja nicht schlimm. Dafür ist Training da. Und jeder, der auch Fußball oder so sieht, im Training ist es ganz anders wie auf dem Platz nachher. Seht es als Freundschaftsspieler an oder wie auch immer. Also, auf geht's. Equalize auf dem Weg ins Prison runter zu Fürth als Full Squad. Flieger hat rechts unterhalb von Mülter gestartet. Wir fliegen hier zwischen Rosog und Jasnaya vorbei. Oder dazwischendurch. Ab nach Severny oben ist der letzte Punkt zum Rausspringen. Good luck an alle und da sind einige Teams nicht zusammen. Was ist denn hier zur Hölle in Jasnaya los? Ach du meine Güte, moin moin, Mainman, grüß dich, schön, dass du dabei bist. Wenn noch jemand neu dabei ist, lasst gerne ein Follow da, würde mich sehr freuen. Einfach übersehen, abgehoben, Kappa und Dach, wollte schon verlangen, einen Sub da lassen, hab's noch immer verpeilt. Ha, vielen Dank, Shadow Black. Jetzt konzentrieren wir uns hier drauf und ihr seht, Team Focus hier in der Nähe von Seven Atoms. Ich muss mir kurz die Liste an Teams hochholen, es sind natürlich andere Teams als gestern dabei. Und da hinten mit der DP, Duxan hat direkt jemanden geholt, Accelerate. Irgendwo habe ich dort die Schüsse gehört. Hier hinten war es, lol. Ja, gesagt, hätte ich Headset verkehrt drum auf. Nein, ich habe tatsächlich die Sounds auf der falschen Seite gehört oder falsch prediktet. Gehen sie jetzt rein, Beru wird da auch geholt. Oh, The Captains runter auf 2 Spieler, Double Knockdown und Double Kill hier für das gegnerische Team mit der Nummer 10. Nummer 10, Accelerate. EU. Und die 5 Euro mache ich mich auch nicht immer. Okay, Shadow.
Vielen, vielen Dank. So, damit super Start hier für Duxan, Rusek, Kashi und Tamiko. Warten wir es mal ab. Sind auch ein sehr gutes Team, zumindest namhafte Spieler. Denke, das passt schon. Irgendwie komisch, in meinem E-Mail-Postverstand was von 2 Euro noch was. Kann sein, dass du ersten Monat günstiger bekommen hast. Zumindest in der App. Meine Frau hat da auch den Rabatt, aber irgendwie haben die nicht alle. Dass der erste Monat die Hälfte kostet, ich aber genauso viel kriege. Ja, muss. Wir haben nur ein deutsches Team. Wir haben nur ein, 2 Österreich und 2 Luxemburg für die Anmeldung. Germany müssten 3 Deutsch sein. Uff. Ja, Kiki. Dann. Ja, dann macht das Sinn. So, wir gehen wieder zurück hier. Pierce und Cheetan, als auch Punisher, sind da schon in der Nähe hier von dem FCS-Team. Team Focus. Haben sie so ein bisschen umzingelt. Ihr seht schon. Geralt ist da schon gestorben, also die Gegner auch hier schon mit einem Frag dabei und die Angry Kids sind da gegen dieses BS-Team Black Sparks am Fighten. In Pushinki gehen wir schnell rüber, Lone Lion liegt hier schon, 2 Kills haben sie aber schon, das heißt die Gegner sind hier schon übelst dezimiert, Govan und Biden verblieben, eieiei, Sunfort und Luffy sind da schon raus. Shadowback das erste Mal ist glaube ich günstiger, aber auch nur 2,69 oder so gezahlt. Ja, genau. So, also hier, die Angry Kids zu viert am Start, die Gegner nur zu zweit, das könnte richtig, richtig schwierig werden. Und Govan und Bienen sind da schon auf dem Weg raus. Denke mal, das wird auch noch, könnte zumindest noch klappen, wenn hier nicht ja, Exile und Lone Lion da richtig ranpushen und Dostai nimmt einen von Equalize raus. Das ist noch an einer anderen Stelle, wir müssen ganz kurz mal schauen, wo es ist. Equalize beim Prison, Equalize im Split, oh, oh, oh. Über Menschen. Und Omar wurde geholt von Eero. Das war hier oben bei. Hey, ich wollte doch auf den Menschen hoch. Bimba. Ja, Bimba hat nämlich Rache ausgeübt. Da wollte ich eigentlich hingehen. Leider nicht funktioniert. Auch so mit einem Kill für ihn. Und der Spieler von Dostai ist damit raus. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Punkte zählen. War ja der alleinige Spieler. Persönlich. Würde mir das nichts ausmachen, aber ich bin ja zum Glück nur der Streamer und ich gehe davon aus, dass es laut Regeln keine Punkte da gibt. Also, weiter geht's jetzt hier. Und wir schauen mal, wo noch was passiert. Hey, bei Rozog, da sind sie gestern auch schon runtergegangen, ja. Oh, mit dem Double Knockdown jetzt hier gegen das Team Nummer 8 in Famous Esports runter auf 2 Spieler. Nur noch Lowfire und Seboy hier am Start. Das könnte schwierig werden. Formal und Sleepy lagen schon. Sleepy ist sogar schon raus. Lowfire nimmt erstmal was zum Boosten. Und da werden sie jetzt langsam aber sicher gleich gepusht werden. Lol, das ist cool, aber die Hälfte mir wenigstens ein paar Emotes dazu packen können. Ja, Emotes sollen irgendwann kommen. Ah, das tut mir leid, dass das noch nicht geht. Da kann ich leider auch nichts dran machen. Jetzt seht ihr, es ist nur noch einer. Nur noch Seboy hier am Start. Oh, oh, oh. Oh, nimmt aber fast Pain raus. Da hat der die Fensterbank quasi getroffen. Seboy hier wird gepusht und cleaner Schuss da. Und so mit Hate Gaming ähnlich wie gestern. In der zweiten Runde mit einem guten Start. Ja, jetzt 4 Kills, alle 4 Spieler noch dabei. Und jetzt müssen sie gleich aufpassen, denn da drüben wartet das gegnerische Team Unknown Esports. UET. Ja, 2 weitere sind dabei. Moha, Baran, Nuba und Violin oder Violin spielen hier zusammen. Und ihr seht, Nuba ist auf dem Weg hier zu seinen Teammates ab Richtung Apartments. Somit sind sie hier wieder zu 4 zusammen. Haben da schon einige Fahrzeuge. Das ist schon mal positiv. Und wir gehen mal kurz auf Accelerate. Ja, die sind da raus aus dem Weg. Raus von Yasnaya. Seven Atoms ist eine relativ nah links dran. Es rendert gerade nicht, sonst würdet ihr das sehen. Aber passt erstmal. Gleich anfangen ein bisschen Rang zu pushen. Ja, Fat Crow. Müsste ich auch, aber ich habe absolut keine Zeit. Aber mal schauen. Vielleicht kann ich ja trotzdem was zumindest werden. So, Illuminate ist im Fight. Gehen wir kurz drauf, aber Amok hier unten auch ganz, ganz nah dran an Team Ram. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Während To hier von den Botlootern in der Red Zone gekillt wurde. Ah, ist aber kein Gegner in der Nähe. Das sollte also erstmal funktionieren. Und hier oben Illuminate, da sind da doch im näheren Fight dran. Blade hat es schon dahin gerafft. Malik liegt da auch noch. Und Equalize könnte jetzt hier mit weiteren Kills durchstarten. Parker ist aber auch genockt. Einen Kill haben sie im Early gemacht. Wird gleich noch einer dazukommen. Good luck an alle, Kiki. Genau, good luck an alle. Neben seht ihr die beiden. Shabi und Devilboy. Zu zweit noch viel Illuminate dabei. Sie haben bis jetzt noch keinen Kill gemacht. Das könnte schwierig werden. Jetzt gegen die 3 Gegner. Paka wurde wieder hochgeholt.
Und Shaabi wird genockt. Jetzt ist es nur noch Evilboy an einer ganz anderen Position. Im 1 gegen 3 hat der JC gespottet. Der Winkel gefällt ihm noch nicht. Hat die DP ausgepackt. Der muss ja nachladen. Und da wird er beschossen. Das hat, kostet viel Zeit, in der er nicht drauf schießen kann. Und jetzt, ja, ich glaube, jetzt wird er versuchen, wegzukommen. Heilt sich da jetzt mit Bandagen hoch, smogt sein Fahrzeug weg. Und somit Equalize hier mit dem dritten Kill gleich am Start. Und einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da dabei seid. Wenn noch jemand neu dabei ist, lasst auch gerne einen Follow da. Würde mich sehr freuen. Und wir sind auf dem Weg zu den 530 Followern. Das werden wir heute nicht knacken, aber die 10 Stück knacken wir dann in den nächsten Tagen noch. Also, schön, dass ihr da dabei seid. Und Bimba sagt sich, den möchte ich verfolgen. Während jetzt Ram jemanden von Amok geholt hat. Wir müssen rübergehen. Spannendere Fight. Bursted und Ubu liegen da schon, aber auch von den Gegnern. Liegt da Naus, Xelin und Medic gegen drei Gegner. Jay-Z, X-Ray und Litost. Wenn oben Medic gerade den ersten hochholt, Bursted liegt er immer noch. Naus wurde aber auch wieder hochgeholt. Somit gleich 3 gegen 4 Unterzahl-Fight hier aus Sicht von Kuma. Und Bursted können sie wahrscheinlich nicht mehr hochholen. Wie viele Subs hast du jetzt insgesamt? 520 hat er, glaube ich. Nein? Kommst du auf 520 Follower, meinst du? Subs habe ich, glaube 19. Also 520 Follower und irgendwas um die 19, also müssten 19 sein. Und Amok leider raus, GG, so schnell kann es gehen. 4 Kills hier für Ram, alle 4 noch dabei, schöner Start. Ihr seht, links von ihnen ist der Evilboy unterwegs, der hat sich daraus abgemacht, eben aus dem Fight. Aber alleine durchhalten wird jetzt auch schwierig. Ihr seht hier Hate auf dem Weg zum nächsten Team. Unknown Esports ist da vor ihnen, jetzt halb rechts und die Red Zone ist auch noch da. Haben sie den Compound gesehen? Haben sie bemerkt, dass da wer drin ist? Beast fährt einfach mal eine große Runde außen rum. Vielleicht hat er es schon gemerkt. Ist hier in der Red Zone unterwegs. Jetzt darf die Red Zone kein Auge machen. Beast entscheidet sich aber für eine andere Position. Nach rechts verschoben. Das erklärt auch, warum sie relativ früh moven, weil in Rosok... Ja, das wäre nur ganz knapp an der Kante gewesen. Und... Das sind jetzt einige auf dem Weg hin zu zentraler Position. Also wie auch schon erwähnt, hier seht ihr jetzt andere Taktik. Versuchen alle Richtung Mitte des Kreises zu kommen. Nein, ist nicht das gleiche Fat Drop. Follow ist halt der Follow, dann kriegst du Stream benachrichtigen und Abo unterstützt du den Streamer, also noch mehr, du unterstützt den auch geldtechnisch. Hast du ja auch schon gemacht, vielen, vielen Dank dafür. Da war aber Abo das kleinere, sage ich mal noch, Lul. Und vielleicht kriegst du irgendwann auch noch mehr für das Abo. Und Times, ich glaube, Times hat da direkt einfach Evilboy gespottet. Jawohl, ja. Hate wird gleich hier den 5. Kill machen, aber wird dabei einer draufgehen. Evilboy hat die Nade rausgeholt. Er droppt die Nade vor die Tür. Michi hat den Braten gerochen und gehört. Geht erstmal einen Meter zurück. Gegner hat dann auch eine Nade. Die Nade kommt raus, war aber nicht lang genug gekocht. Und jetzt wird der von oben schon beschossen. Aber hier muss jetzt ganz klar Hate aufpassen, denn hier oben Beast... Pain, ja, schießen aus der Ferne drauf. Evilboy wurde da geholt, Michi aber genockt. Und jetzt passt auf, was da passiert. Ram kommt da von hinten ran und die haben natürlich schon 4 Kills auch im Rücken. Oder unter der Brust als Selbstvertrauen. Und Beast wird da beschossen, schafft es aber hier in den Wizard Tower nochmal rein. Ist jetzt minimals gesplittet von seinen Teammates. Da müssen sie aufpassen. Können die da nochmal hochpushen? Das ist eigentlich eine schwierige Position, wenn man in diese beiden Tower gesplittet ist. Pain ist auf jeden Fall schon mal bei seinem Teammate da. Smoked ihn jetzt da auch weg. Der Smoke kommt nicht ganz an. Oh, da kuschen die Gegner aber ran. Er hat keinen Hit rausgeholt, nur einen kleinen Body-Hit. JC springt mit drauf und Beast mit dem Rückwärtsgang. Beast mit dem Rückwärtsgang versucht zu seinem Teammate zu kommen. Und da können jetzt Michi Unterstützung aus der Ferne beigeben. Michi und sein Mate hier unten beim zweiten Tower. 14 Schuss hat er noch, er musste nachladen. Aber das ist positiv gemacht hier von Hate. Erstmal wieder sammeln, sagen nein, nein, nein. Fahrzeuge hinter dem Tower in Sicherheit bringen oder sogar wegfahren. Danke. Sieht auf jeden Fall erstmal gut aus. Wir warten noch ab, was da so passiert. 10, naja. Moment, schon mal ein Anfang. Da sind sogar schon ein paar mehr. Aber schön, dass ihr da dabei seid. Ja, aber über sowas spreche ich nicht gerne. Ich glaube, das wird auch das einzige Mal so mit sein jetzt am Anfang, wo ich damit rausrücke. Weil es ist nicht... Es ist was, das bin ich auch sehr zufrieden mit. Aber auf Twitch waren es natürlich ein paar mehr. Und die 19 hier sind aber deutlich mehr wert, weil ihr habt hier fast keine Gegenleistung, ja. Ihr habt hier noch keine geilen Emotes oder sonst was. Deswegen umso größeres Danke dafür, dass ihr das gemacht habt, alle Mann. Ihr seht, die nächste Zone ist hier nach oben geschiftet. Alle bis auf Botlooter sind da schon drin. Botlooter, Hecto,
Du hier, Woody und Rowdy hier am Start. Und hier oben haben wir Licious für Kuma. Sind die in Severny gewesen? Ne, die sind tatsächlich Giorgio gewesen. Einfach oben über rein rotiert. Schön gemacht. Schlumpy, Tapsi, Hu und Licious hier am Start. Packer von Equalize nimmt da Rowdy direkt mal raus. Oh. Somit die Bot-Looter noch zu dritt dabei. Woody, So hier und Hector zu dritt. Und Equalize mit dem nächsten Kill. Der dritte oder vierte? Vierte war es dann schon. Und Equalize wurde jetzt gerade hier beschossen, beziehungsweise hat da auf die gegnerischen Spieler von Team Nummer 20 geschossen. Violent wurde auch direkt geholt hier für das Anon Esports Team. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf, was hier so passiert. Pakar da oben hinter dem Stein wird gespottet. Nubar schießt da schon drauf mit der SKS, kann erstmal keinen Schaden machen. Pakar hat eine super Position, aber Bimba hält jetzt mit drauf. Hat da sogar ein bisschen Schaden verursacht. Aber mehr ist es erstmal nicht. Hier sind jetzt langsam ins typische Midgame reingekommen. Alle hocken sie auf ihre Position. Keiner moved vorwärts oder zurück. Ganz typisch, wie wir das hier sehen. Ist aber auch gar nicht schlimm. Ich weiß, dass es mit den nächsten Runden anders abgehen wird. Ja, wir sind bei 45 Spielern und 13 Teams. Also zwei Spieler unter dem Viererschnitt pro Team. Das ist sehr, sehr solide. Also die, die dezimiert worden sind, 40, 4 mal 3 sind 52, 7 Spieler drunter. Lul, wie komme ich denn gerade da drauf? Da war wieder Kopfrechnen, 1 mit Sternchen. Wir sind also bei einem bisschen über einem Dreierschnitt. Und da wurde gerade Licious rausgeholt hier von 7 Atoms. Licious wird es nicht schaffen. Nein, nein, nein. Lisch ist raus, Dr. Who wird da auch beschossen. Dr. Who muss eigentlich auch jetzt passiv machen. Sie müssen da jetzt aufpassen. Nee, Dr. Who ist zu dicht dran. Oh, in seiner Haut will ich nicht stecken. Er versucht sich zu heilen. Kommt da nicht mehr weg. Somit Schlumpy und Tapsi zu zweit auf sich gestellt. Gleich schwierig. Duxan, Kashi, Tamiko und Rusek halten dagegen. Und der Doktor kann vielleicht nur was machen, ja. 7 Atoms auf der einen Seite, Accelerate hier neben, das ist eher schwierig. Ich weiß gar nicht, hat er eben Accelerate? Nein, die haben den Kill nicht bekommen, hat dann doch 7 Atoms bekommen. Ich wollte auch eben sagen, von 7 Atoms, da war der Doktor eigentlich gar nicht so nah dran. Da ist er hier zu dicht an die nächsten Gegner rangefahren. Und da kann er jetzt eigentlich nichts machen, außer abwarten und Tee trinken oder hoffen, dass eine Third Party kommt und ihn übersieht und den anderen Spieler killen möchte. Duxan steht da schon sehr, sehr gut. Doktor kann eigentlich nur einen rausnehmen, vielleicht noch. Duxan oder Kashi, wenn sie sich zeigen sollten. Aber sie werden ihn gleich wegflanken. Da wird jemand von der Seite in den Flank gehen und so sieht es aus. Duxan ist da, hat nur darauf gewartet, hat ihn gesehen. Headshot war da. Geht jetzt ran und wird dann gleich sofort den Finish holen. Somit Kuma definitiv auf 2 runter. Tapsi hält da aus der Ferne nochmal raus. Und sagt sich jetzt, nee. Du holst mir den Doktor so schnell nicht, ja? Bisschen noch für Trouble sorgen. Jetzt sagt Tapsi, genug geärgert, weg da. Ab zum Teammate in Nummer Sicherheit gehen. Die sind jetzt nämlich im Compound in der Mitte unterwegs. Und Payne wird da genockt von der Red Zone. Wieder in der Red Zone unterwegs gewesen. Und Payne wird da direkt geholt von den Angry Kids. Und somit sind sie hier nur noch zu dritt am Start. Und laufen potenziell Gefahr, jetzt in den gleichen Compound zu gehen, wo Tapsi ist. Aber Bimba fährt da schon an Tapsi vorbei. Tapsi ist da low HP. Bimba nimmt ihn raus. Ist das bitter. Somit Schlumpy alleine auf sich gestellt. Dr. Who und Tapsi liegen. Er hat aber gerade versucht, noch Parker rauszunehmen. Den hat er auch aus dem Fahrzeug genockt gehabt. Und eigentlich ist Hate noch auch noch zu nah hier dran. Oh, Schlumpy muss da jetzt, weiß ich nicht, ob er da noch was machen kann. Eher schwierig. Aber wir warten es mal ab. Wir warten erstmal ab, was so passiert. Bimba nimmt da jetzt Tapsi raus. Ja, der hat es nicht geschafft. Equalize runter, somit auf, ja, Bimba, Jay-Z und Parker gerade noch gestorben. Und Plex Sparks hat gerade jemand, glaube ich, einen Kill gemacht oder wurde jemand dahin gerafft? Ja, Ram zu dritt am Start. Da waren die Plex Sparks am Start. Sie sind nur zu zweit dabei, aber jetzt auch mit ihrem ersten Kill. Zone ist nach oben links verschoben, by the way. Wir haben sie ja schon gesehen. Sehr rechtslastig. Die Teams hier in der rechten Hälfte vertreten in der Zone. Warten wir es mal ab, was so passiert. GG, sagt Xelit. GG. Machst du nicht viel und Bimba wurde geholt. Schön gemacht. Das müsste hier oben waren. Also Destiny, erster Kill könnte sein, dass die das waren, haben zumindest in die Richtung geaimt. GG. Und schön, dass ihr da dabei seid. Wenn noch jemand neu dabei ist, lasst gerne einen Follow da. Würde mich sehr freuen. Ab geht's zu The Captains. Die sind hier unten im Süden unterwegs, fahren da Richtung Bord Luther.
waren aber erstmal noch ein bisschen weit davon weg, aber die Teammates, Rhodey hier, oh, Rhodey wird da rausgenockt, das war's für ihn. Hector mit dem Headshot und somit ist es nur noch Elendo hier, der wird da nicht mehr rankommen, fährt auch, dreht auch schon ab. Da muss er aber jetzt definitiv aufpassen, dass er da nicht jetzt aus der Ferne weggeschossen wird. Ah, es sind sehr viele Teams und Schlumpi wurde geholt, schade. X-Ray für Ram hat ihn da geholt. Ah, der war ganz low HP, aber natürlich im 1 gegen 3 dann schwierig. GG Kuma auf der 13 raus. Aber da geht gleich sicherlich noch was in den nächsten Runden. Davon bin ich überzeugt. Viel Erfolg dann noch. Jay-Z hier für Equalize alleine unterwegs. Sie haben 5 Kills, also okay die Runde, aber alleine, da kannst du halt auch keinen... Ja, sehr schwierig nur noch die Runde mit gewinnen. Aber wir warten mal ab. Vielleicht kann er ja noch sich einmischen und zumindest Top 5 kommen. Das ist so immer, finde ich, ein gutes Ziel, wenn man alleine ist. Wenn man dann auch in die Top 5 kommt, dann ist das eigentlich sehr positiv. Und die nächste Zone macht schon wieder Auge nach oben, links verschoben. Gerade noch gesagt, dass die Teams eher in der rechten Hälfte sind. Das heißt, die müssen jetzt fast alle moven. Hate ist auch schon in Bewegung. Destiny aber ganz, ganz früh dran. Barky und Co. sind da Richtung Mitte unterwegs. Schnappen sich jetzt hier vorne gleich den Compound. Dann haben sie eine bombastische Position, wo sie vielleicht da noch länger drin bleiben können. Hey, driftet ab, haben die Schüsse längst gehört. Versuchen jetzt auf eine andere Position zu kommen. Werden auch beschossen. Beast hier kriegt da seichte Hits ab. Und das Team Fade ist noch da unten. Beziehungsweise, okay, da habe ich noch einen Fehler, sage ich mal, in meiner Übersicht. Das ist das Team Destiny, nicht Fade. Sorry. Oder sie haben sich umbenannt, aber zumindest Destiny Name Tag drin. Und wir haben Seven Atoms mit einem weiteren Frag. Gegen das Anon Esports Team. Wo hat es nicht geschafft? Und die Black Squads nehmen da Nuba und noch einen raus. Eieiei. Somit nur noch Violin hier am Start gegen 3 Spieler von Seven Atoms. Das wird hier sehr, sehr schwierig, wenn die jetzt hier zusammen rüber pushen. Aber machen sie nicht. Nehmen die Fahrzeuge und versuchen jetzt einzucirkeln in die nächste Zone. Jay-Z war auch noch hier, der hätte auch noch gerade absnacken können, ist jetzt im 1 gegen 1 gleich gegen Violin. Das könnte der 6. Kill für Equalize sein und eine bessere Position, das würde sich schon mal lohnen. Zone ist da weit weg und Beast nimmt da Kalat bzw. sein Teammate hier raus von Destiny. Wir bleiben trotzdem mal kurz hier, die Gegner sind da noch nicht so dicht, also so krass zusammen. Violin hat jetzt hier das Motorrad gefunden, fährt weiter. Und das funktioniert auch. Natürlich ein guter Weg zu fahren. Seven Atoms ganz, ganz außenrum am Circle, um reinzukommen. Könnte eine gute Position sein, aber jetzt sind schon die meisten Teams drin. Accelerate hier sehr dicht an Ram dran. Black Sparks müssen noch da rein. Equalize genauso. Und Violin schmeißt erstmal sein Moped hin. Vor Schreck, weil die blaue Zone kam. Wird er jetzt beschossen von den Gegnern. Accelerate mit ihrem nächsten Kill. Beziehungsweise die Botlooter. Accelerator Team Nummer 10. Botlooter mit dem zweiten Kill. Und hier oben Black Sparks Eden. Eieiei. Wird da rausgeholt. Jetzt ist es nur noch Govan. Und da leckt es aber schon wieder. Was ist das bitte? Ich hab's eben in den Lobbys gesagt. Kann es sein, dass die Server lecken? Oder ist das einfach, weil ich bad Internet habe momentan? Irgendwie. Also ein asynchrones. Oder gut, asynchron ist das Internet eh. Aber dass ich nicht ein ganz gesynktes Netz habe irgendwie, also sieht irgendwie merkwürdig aus bei mir. Toh hier ist jetzt ganz, ganz dicht dran an Govan. Toh hier schafft's nicht, Govan. Govan ist hinter dir, ein Freefrag, hol ihn dir doch. Ansonsten holen die Angry Kids ihn, die sind schon sauer, ja, ihr seht's. Accelerate Duxan wird da geholt. Wir gehen gleich woanders hin. Ja, hier passiert erstmal nichts. Tori wird es gleich wahrscheinlich nicht schaffen. Ram ist da im Push gegen. Hate wird da jetzt von hinten von Destiny geholt. Die nächste Zone ist rechts unten angelehnt. Da ist ja fast ein Teil nicht in der Zone. Die sind so dicht aneinander. So ein krasser Shift. Und da hinten Team Nummer 4. Team Focus. Auch schon jemand genockt. Accelerate als auch Team Focus. Beide gerade dezimiert. Ram hier auch noch zu dritt dabei. 6 Kills. Schöne erste Runde. Duxan wird wieder hochgeholt. Hier für Accelerate. Die haben ihre 3 Kills gemacht. Und Team Focus mit einem Kill und 4 Spieler noch dabei. Also sehr hoher Schnitt oder relativ hoch. Sind wir auch bei einem 3-0er Schnitt. Das war gestern in der einen oder anderen Runde anders. Da waren manchmal schon nur noch weniger im Schnitt am Leben. Den heben Govan vor den Seven Atoms.
Und kannst dich neben ihm liegt halt immer noch der eine Spieler. Für die Botloot, der To hier. Hector da hinten wird jetzt von den Angry Kids hier geholt. Die sind auch noch im Compound. Gerade so vorne in einem kleinen Schuppen noch in der nächsten Zone. Fade ist schon richtig. Tech-Änderung kommt erst zur PMC. Ah, okay, Mainman. Dann merke ich mir das mal. Fade. Passt. So, weiter geht's. Seven Atoms, Fierce, Spanish. Oh mein Gott, da bekommt. Ja, da geht das Licht aus für Fierce. Wild Alone mit der DP hält da voll rein und kriegt den Knockdown hin. Und jetzt ist die Blue Zone da. Es ist die fünfte, den werden sie nicht mehr hochholen können. Und Seven Atoms zu zweit so mit dabei. Accelerate ist auch im Fight. Und jetzt fahren sie hier zwischen Hate lang. Das könnte sich rächen. Fahren das straight in Richtung Team 4, Team Focus und Accelerate. Und Punisher hat bei mir dann noch weiter geschossen. Das war völlig buggy gerade. Und jetzt da hinten Fokus. Pablo ist raus auf der 10. Im Fokus ist raus und Tate mit ihrem nächsten Kill. 4 Kills. Nein, noch keinen weiteren gemacht. Elendo für Team Captain oder The Captains ist raus auf der 9. Und Accelerate hier. 7 Kills. Schöne Runde. 2 gerade genockt. Oh, das könnte für Litos. Das könnte eine richtig gute Nade werden. Wenn die Nade ankommt. Die Nade ist zu weit. Oh mein Gott, der throwt sie komplett drüber. Das war einfach die Chance zu finden. Er hat noch eine. Er hat noch eine. Schmeißt sie kurz in die Smoke. Oh mein Gott. Die kommt rein da. Aber nicht. Die ging auch drüber. Was macht der denn da? Ich glaube, da war er ein bisschen aufgeregt. Die Nate hätte es einfach sein können. Und jetzt wird er da genockt. Jetzt sind es nur noch Jay-Z und X-Ray hier. X-Ray, low HP. Und Accelerate sieht hier besser aus. Ja, dann nehmen sie X-Ray auch noch raus. Kashi mit dem Kill und damit sind sie raus. Russik wird da zwar genockt, aber Accelerate 11 Kills zu dritt noch dabei und sie sind da sehr, sehr dicht an der nächsten Zone. Das werden sie schön noch bis dahin überleben und die Angry Kids hier heute besser hier in der ersten Runde als gestern. Ganz klar, 6 Kills zu dritt noch dabei. Den vierten können sie vielleicht sogar nochmal hochholen, denn vorhin ist nur der Woody dabei für die Bot-Looter mit der Nummer 9. Und hier hinten Destiny, Cryptic bzw. Fade. Sie sind noch zu viert dabei mit einem Kill. Denke, liegt am Internet. Shadow Black, eigentlich kann es nicht daran liegen. Also das ist schon vielleicht doch einfach Spectator-Buggy. Ich weiß es nicht. Angry Kids sind hier in der Safe Zone. Wild Alone muss noch rein. Das wird ganz knapp. Das schafft er aber noch. Sehr gut. Und da sind jetzt gerade einige noch gestorben. Fade ist raus. 11 Kills für Hate. Wie haben sie die denn gemacht? 3 Teams sind es nur noch. Da waren wir komplett am anderen Ende unterwegs. Das tut mir leid, aber ja, sieht gut aus. Accelerate alleine hier. Tamiko. Und Hate, wie gestern auch in der ersten Runde, hatten sie, glaube ich, 19 Kills und das Ding gewonnen. Jetzt haben sie 11, also ein paar weniger. Ja. Server leicht am Lecken, okay, danke Xele. Also so leicht, nicht so schlimm wie sonst, aber so leichte Lecks habe ich. Und die Angry Kids hier, 7 Kills, bisschen überraschend heute, deutlich besser als gestern. Aber mal abwarten, was da so passiert. Wir schauen uns das mal an, was so passiert. Times Beast und Michi jetzt hier auf dem Weg hin an den Stein ran. Die sind mitten in der Zone, die sind da sehr aggressiv vorgegangen. Und da wird Michi... Michi nimmt noch einen mit gegen die Angry Kids. Hate Beast und Times zu zweit noch, zumindest noch den 12. Kill geholt. Und Tamiko schaut sich das erstmal von hinten an, snackt da langsam rein. Michi kann hier in die Sicherheit kommen. Ja, Tamiko ist noch nicht so zufrieden mit der Position. Kann auch leicht gesehen werden, aber nimmt jetzt erst raus von Hate. Geht da auf den Kill, jetzt muss er selbst flitzen. Hält da drauf, will auf Kill gehen, aber Times ist da, kriegt der Zonenschaden. Times alleine wird er nicht machen. Angry Kids gewinnen die Runde, aber Hate auf der 2. Mit 13 Kills am Ende. Angry Kids gewinnt das Ding mit 9 Kills. Hate Gaming auf der 2. 13 Kills. Accelerate auf der 3. Mit insgesamt dann 11 Kills. Sehr schön. Destiny bzw. Fate auf der 4 mit einem Kill. Und was haben wir denn hier schon wieder? Da. Einmal Mute. Dann haben wir noch die Botlooter auf der 5. 2 Kills. Ram auf der 6 mit 8 Kills. Seven Atoms auf der 7 mit 2 Kills. Black Sparks auf der 8 mit 4 Kills. CPN, Team The Captains auf der 9 ohne Kill. Team Focus auf der 10 mit einem Kill von Razer gemacht. Equalizer auf der 11 mit 5 Kills. Dann haben wir noch UET. Moment, Unknown. Hießen sie gerade noch. Ups, da verlässt man sich auf sein Brain. Da. Unknown Esports Team, okay.
auf der 12, Kuma auf der 13 mit einem Kill, Illuminate auf der 14 ohne Kill und Amog auf der 15 mit einem Kill. Und darunter haben wir noch das IFZ-Team in Famous Esports ohne Kill auf der 16 und auch Eero mit einem Kill auf der 17 für Dostai. GG, das war die erste Runde. Drei weitere Runden kommen noch. Vielen, vielen Dank, dass ihr da dabei seid. Wenn noch jemand neu dabei ist, lasst gerne ein Follow da, würde mich sehr freuen. Und gleich geht es dann weiter mit der nächsten Runde. Ich warte kurz noch auf eine auf die ID für die nächste Runde. Ups. So, da sind wir. Sehr schön. Und dann geht es gleich weiter. So, schön, dass ihr da dabei seid. Gucken wir, machen wir. Screenshots brauchen wir keine machen, denke ich mal. Hat Kerem was geschrieben? Ich glaube nicht. Und ansonsten habe ich ja noch den Stream. Wir gehen immer extra langsam durch. Ich denke, wir können da jetzt in eine kurze Pause gehen. Und dann sind wir gleich wieder passend zurück. Habe auch die ID schon bekommen. Sehr gut. Das heißt, wir können das Overlay wechseln. Geht dann gleich schon weiter. Und zwar in 7 Minuten. Sehr gut. Immer schöne kurze Pausen. Das mag ich. Und vielen, vielen Dank, dass ihr da dabei seid. Sehr, sehr cool. Also, ich bin im anderen Overlay. Ich kann joinen. Ihr seht also nicht die Daten. Muss ich immer aufpassen, ja, wenn das mal schief geht und auf einmal 3, 4 Leute aus dem Stream reinkommen, die es nicht besser wissen, also die einfach denken, hey, offene Lobby, da steht ja die ID und das Passwort rein da, dann habe ich richtig verkackt. Deswegen muss ich da immer doppelt hingucken. Bin jetzt da, 2. Account kommt auch noch rein, Sound mache ich euch wieder an. Und schön, dass ihr alle dabei seid. Na, lade mal bitte 2. Handy. So. So, hier noch das Passwort eingeben. Und dann warten wir darauf, dass die Lobby sich füllt. Es wird noch ein bisschen dauern. 5 Minuten sind es noch. Wir gehen aber schon mal in den anderen Raum rein. Sind hier im Spectator-Slot drin, wie ihr sehen könnt. Countdown bekommt ihr auch. Und dann geht es gleich weiter. Vielen, vielen Dank dafür. Bleibt gerne dabei. Es geht sofort dann gleich weiter in ein paar Minütchen. Und dann schauen wir uns an, was so passiert. So, bis gleich. Ich bin sofort wieder da. Wir sehen uns dann gleich wieder. Macht's gut. Bis sofort.
So, da bin ich wieder. Ihr seht, 61 Spielerinnen und Spieler sind da. Drei Teams dezimiert auf drei Spieler. Gleich geht's dann sofort weiter mit der nächsten Runde. Wir können hier den Countdown wegmachen. Wir spielen als zweites Miramar. Danach noch, wie kennen die unser Nock? Schön, dass ihr dabei seid. Gleich geht dann die nächste Runde los. Und ja, ich freue mich drauf. Und da geht's los. Sehr schön, schön, dass ihr da dabei seid. Und ihr seht's. Ab geht's in die nächste Runde. Viel Erfolg an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ich bin mal gespannt drauf, wer sich jetzt die zweite Runde schnappt, nachdem da eben ja, hey, zweiter geworden ist, die Angry Kids gewonnen haben. Schönes Ding. Ganz knapp. Für den Drittplatzierten, na, da hätte er fast den anderen noch bekommen. Ein HP hatte da der Hate-Spieler und ist dann gegen das andere Team sofort hinten dran gefallen. Also das geht dann schon Schlag auf Schlag gerade am Ende. Aber so soll es ja auch sein. Es muss spannend bleiben bis zum Schluss. Und ich kann euch nicht sagen, ob jetzt hier ein Team noch den zweiten oder dritten holen wird oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch vier unterschiedliche Chicken Dinner-Winner heute Abend. Ich weiß es nicht. Viel Erfolg in jedem Fall an jeden. Und wir schauen jetzt mal, wie es weitergeht. 10 Sekunden geht's los. So, ab dafür. Wir steigen in den Flieger und wir starten links von Montenuevo. Fliegen hier unterhalb von Montenuevo lang oder geradeaus drüber. Über Los Leones, also eine lange Zeit darüber nicht wirklich, weil es ein paar kleinere Compounds sind da am Start. Über Los Leones ab nach Puerto Paraíso und da ist der Flug schon wieder am Ende. Ist nach unten links verschoben. Ich denke, das passt aber auch soweit. Und somit starten wir jetzt hier in die zweite Runde. Viel Erfolg an alle. Und ich... Ich glaube, dass Hate in dieser Runde auch gut sein wird. Mal schauen. Also, die ersten Teams sind schon rausgesprungen. Ihr seht da direkt den Famous Esports zusammen mit Anon Esports mit der Nummer 20 und das Team Focus zu dritt Richtung El Pozo. Mal schauen, wo sie hingehen. Formal ist aber auf jeden Fall da schon mittendrin von Team 4. Kann jetzt ein bisschen abdrehen. Ich dachte da ganz kurz, er würde stark mit denen runtergehen. Das hätte sich rächen können. Aber so sieht es erstmal ganz gut aus. Und wir können schauen, wie es jetzt hier weitergeht. Und wer sich hier im Early Game den Kill holen kann. Ja, Shark ist der nächste Spieler daran für Team Focus, die zu dritt gestartet sind. Hat da die Gegner runterkommen sehen hier. Hat schon eine M416. Eieiei, damit könnte er auf jeden Fall Schaden machen. Zwei Rucksack, einer Helm. Wir gehen weiter. Waldemar ist der Destiny hingegangen. Angry Kids in Kumasera. Und hier seht, sind wir 16 Teams. Also ein weiteres Team jetzt hier nicht dabei. Wahrscheinlich dann Dostai, die erste Runde nur alleine waren. Und wir haben da schon einen Knockdown gesehen. War das ganz unten das Team? Oder war es hier schon einer von den anderen? Ne, wir gehen mal kurz rüber. Ja, die landen jetzt erst. Aber hier drei Teams. Black Sparks, Kuma und ganz da hinten noch Seven Atoms runtergegangen in Puerto Paraíso. Ganz oben gab es den Knockdown nicht. Vielleicht dann doch woanders bei anderen Teams hier neben. Accelerate, Yukashi liegt da. Und Tamiko wird da auch noch geholt. Oh, harter Start jetzt hier für Accelerate. Eben Dritter gewesen. Rusek und Duxan jetzt hier verblieben. Boah, Rusek ist da weit weg. Während hier gerade Tamiko hochgeholt wurde. Somit sind sie zumindest zu dritt noch dabei, aber jetzt wird Kashi geholt und Rusek ist da zu weit weg, definitiv. Und gerade ist da schon jemand irgendwo explodiert, das ging jetzt zu schnell. Da müssen wir kurz mal drauf schauen, wer das war. Liegt erstmal nur, war das dann eine Red Zone schon? Ne, kann nicht sein. Rex, Barks sind da im Fight gegen Kuma, da gehen wir rüber. Ja, Schlumpi, Half-Life, einer von den Gegnern ist aber schon genockt worden. Und das war Sand4, Beeland. Ja, Sand4 wird da auch von Licious geholt. Sehr schön. Somit hier Black Sparks nur noch zu dritt dabei. Sind doch hart gesplittet.
Ah, das kann sich immer rechnen. Doctor Who hatte den Kill bekommen. Aber schauen wir mal weiter, was so passiert. Los Leones, haben wir hier Equalize mit Ram zusammen und südlich davon ist Amuk gelandet. Bitte, bitte, das sind auch recht dicht zusammen. Sie nehmen Bot Looter in der Nähe von Accelerate, haben da schon einen Kill geholt. Ja, das haben wir eben gesehen. Accelerate versucht sich jetzt zurück zu gruppieren. Sind auf dem Weg da wieder, dass sie sich vereinen können. Und oben in El Posto immer noch 4 gegen 3 gegen 4. Also, das ist das Setup. Ihr seht, fast alle Teams sind da schon in der ersten Zone. Also relativ entspannt erstmal. Und ihr seht jetzt hier Schlumpi, Tapsi, Licious und Doctor Who. Wieland ist da oben gerade beschossen worden. Licious, Doctor Who und Tapsi. Mit Schlumpi zusammen zu viert. Beeland, Govan halten dagegen. Und Luffy, ja, Luffy ist da so ein bisschen weiter weg. Eieiei, schwierig. Ich weiß nicht, ob Kuma direkt jetzt aggressiv gegenpushen wird. Die hatten eben nicht so die ganz gute Runde. Könnte mir vorstellen, dass sie jetzt natürlich viele Punkte holen wollen. Aber ob sie jetzt dafür aggressiv spielen oder eher defensiv, das werden wir jetzt gleich sehen. Sind auf jeden Fall hier gut zusammen unterwegs. Haben leider noch kein Fahrzeug. Ansonsten könnten sie da ein bisschen bessere Moven, wären mobiler. Gucken wir kurz nach Hate. Times, Beast und Michi zu dritt gestartet. Also Phantom könnte da fehlen. Vielleicht fehlt da aber auch wer anderes. Wir schauen mal. Duxan wird hier gepusht von Anon Esports. Kann da aufschießen aus Baran. Baran kriegt einen Hit, aber ist jetzt hinter der Kuppe verschwunden. Fährt da Richtung Rowdy. Da müssen sie aufpassen. Jetzt kommen aber die nächsten hier dran. Ah. Hammox ist da runtergegangen oder rausgegangen aus seinem Fahrzeug. Der möchte fighten, entscheidet sich jetzt doch wieder einzusteigen, weil seine Teammates gecallt haben. Und Baran ist hier ganz, ganz in der Nähe von Rowdy. Und die Seven Atoms nehmen da Kuma, Dr. Who raus. Licious wird auch genockt. Oh, ganz, ganz bitter. Da sind sie mitten reingelaufen. Licious und Tapsi wird da auch noch geholt. Jetzt ist es nur noch Schlumpi alleine. Schlumpi im 1 gegen, ja, 4. Da kann er nichts mehr machen. Und aus dem Berg, vom Berg runter schießen dann noch die Black Sparks. Schlumpi wird da nichts machen können. So mit 7 Atoms, mindestens mit 3 Kills hier am Start. Ganz schwierige Nummer. Fierce liegt da zwar. Wobei, Snaps. Die Nate kommt nicht rein, nicht gut an, nee. Ja, Schlumpi alleine gegen 4 und da oben warten nochmal 3 weitere. Die pushen jetzt vielleicht doch nochmal hier ran. Die wissen natürlich ganz genau, dass da Kuma in der Nähe war. Wenn sie den Killfeed beobachtet haben, wissen sie auch, dass da 3 Stück raus sind. Warten wir es mal ab. Schlumpi hier. Last Man Standing. Wird da jetzt langsam aber sicher gepusht hier von Geralt und Snaps. Der Molotow kam an. Snaps ist da. Mit der Uzi hier in Händen. Ich habe kurz eine Nade gepult. Nö, war Geralt. Schlumpi raus mit einer Nade, schön gemacht. Seven Atoms, 4 Kills, Squad Vibe ist da. Und Ram, da wird einer von der Red Zone geholt. Was machen Bimba und Luigi? Sie sind neben der Red Zone. Ja, vielleicht haben sie was mitbekommen. Wenn ja, könnte es auch sein. Kann man daran deuten. Ah, der ist an Explosion ohne Fremdeinwirkung gestorben. Entweder hat er sein Bike geflippt oder sonst was. Oder genockt worden. Wobei, dann wäre er ja ganz tot. Also, ja, hier, Ram, X-Ray liegt. Den können sie aber gleich hochholen. Ist aber ein bisschen weit weg. Da sollte jetzt aber jemand hingehen. Sonst könnte das schwierig enden. Infamous Esports, Job. Sleepy for Marlow, Fire und Seeboy leben danach zu viert. In der Nähe unterwegs beim Boxstadium in El Poso. Beziehungsweise, das ist nicht das Boxstadium, Lull. Bei dem Art Amphitheater oder was es hier sein soll. Boxstadium ist daneben an. Arena auf jeden Fall. Und Equalize ist jetzt im Fight gegen Ram. Da pushen sie tatsächlich ran, ja. Naos wurde geholt und X-Ray liegt da immer noch. Da war, glaube ich, Naos auf dem Weg dahin. Das ist jetzt ganz, ganz bitter. Das ist richtig bitter. Das wird jetzt ganz, ganz schwierig hier für Ram. Ich glaube, sie sollten einfach versuchen, wegzukommen. Fahren Richtung X-Ray. Wollen sie doch noch was versuchen? X-Ray kann da eventuell noch auf allerletzte Rille hochgeholt werden. Ethos geht ins Gebäude. Gegner ist schon da. Er versucht den Revive durchzubringen. Er ist da. Teammate muss jetzt covern, kurzzeitig, dass er hochgeholt werden kann. Und Botlooter sind im Fight gegen Hate. Wir bleiben aber kurz hier, wir können da wahrscheinlich was verpassen. Der Revive ging durch. Der ging gerade durch. X-Ray ist wieder am Leben. Kann da jetzt helfen. 3 gegen 4 Unterzahlsituation immer noch. Equalize geht hoch ins Gebäude rein. X-Ray hat sich geheilt, muss jetzt auch wieder noch hochrufen.
versucht sich jetzt den High Ground zu holen. Und die Gegner sind da. Nate kommt oben rein, passt erstmal nicht. Oh, die Nate passt. Jay-Z wird da direkt geholt. So mit Parker und Co. im 4 gegen 2. Fight jetzt hier, da kommen sie rein. Da kommt eine Nate entgegen. Parker wird geholt. Da wird der nächste geholt. Jetzt ist es nur noch X-Ray. Hat eine Smoke geschmissen gehabt. X-Ray pusht dagegen. Luigi hat ihn fast. Luigi aber low HP. Oh, Jay-Z, Bimba. Und Luigi wurde auch geholt. Gar nicht gesehen. Und der Gegner hat sich geheilt. Der kommt da rein. Er geht einfach dreist rein, wird aber geholt. Uiuiui, war das knapp. Cover war da. Equalize mit 4 Kills könnte das gerade so noch. Das ist gerade so, könnte das noch zu viert überleben. GG. Ja, und wenn da jemand von den Botlootern geholt wurde. Auf jeden Fall hat da Hate den Kill nicht bekommen. Interessant. Aber weiter geht's. Wir schauen mal, was noch so passiert. Beobachtet man so ein bisschen, hey, die sind ja alle in einem Fahrzeug. Ja, doch nicht zu zweit in einem Fahrzeug. Ich dachte kurz, die wären alle in einem. Doch, sind doch alle in einem gewesen. Warum habe ich den einen nicht so wirklich wahrgenommen? Red Zone ist weg. Und Berto Paraiso immer noch 7 Atoms und die Black Sparks zusammen. Black Sparks zusammen. Wenn Bielen jetzt hier Snaps rausgeholt hat, das war es fast für ihn. Er versucht jetzt ganz außen rum zu flanken. Der Gegner wird gerade wieder hochgeholt. Snaps ist runter auf 0 AP quasi gewesen. Er hat nichts mehr und Bielen ist gleich im Winkel. Bielen ist gleich da. Dann wird er ihn direkt wieder knocken, denke ich mal. Aber er versucht zu weit zu flanken. Aber Luffy, sein Teammate, ist auch da, wird jetzt beschossen. Und Bielen sollte da den Winkel haben. Was macht der Bielen jetzt hier? Legt sich da schön auf die Straße. Ah, ja, da lässt sich's besser schießen. Den Berg runter. Ah, die Gegner konnten sich da nochmal heilen. Da hatte Bielen kurzzeitig die Chance. Er hatte den Winkel. Er ist zu weit gelaufen. Aber der Winkel passt immer noch. Da wird der erste genockt. Der zweite wird von der Zone auch genockt, oder? Jawohl, ja. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er sogar beide Knockdowns angezählt bekommen. Jetzt sind es hier nur noch Cheater rechts von ihm und Fierce links von ihm. Und Luffy geht hier sogar in die Zone rein. Muss aufpassen. Fierce kann ihn da gleich sehen. Jo, das war's für Luffy. Aber erstmal nur der Knockdown. Somit 2 gegen 2 der Fight jetzt hier noch übrig. Luffy ist erstmal safe. Bielen kommt da runtergerannt. Und kann ihn jetzt hochholen. Aber Fierce pusht da ran. Die Zeit sollte reichen hier für den Revive. Wobei, bis Bielen da ist, die muss noch ein paar Meter machen. 2 Kills haben auf jeden Fall die Black Sparks hier schon bekommen. Da ist er da. Fierce weiß ganz genau, wo die Gegner sind, hat die Nate rausgeholt. Nate kommt rein. Und die Nate war gut. Aber es hat nicht gereicht. Nein, Luffy wurde wieder hochgeholt. Das Fahrzeug explodiert, jetzt ist Luffy genockt worden. Fierce versucht gegen Bielen, 1 gegen 1 Situation, aber Fierce schafft es nicht. Während Luffy da von Cheetah beschossen wird. Somit Bielen und Luffy immer noch am Leben mit dem dritten Kill gleich, ganz, ganz sicher. Und Nubar wird da geholt. Ach du meine Güte. Hier ist Amuk, ja, ein Spieler geholt worden und Nubar wurde auch genockt für die gegnerischen Spieler. Da sind sehr viele Teams dicht zusammen. Und ihr seht es ja schon, zweite Zone nach rechts verschoben, kein Hexenwerk, nicht wirklich nach oben oder unten, relativ fair das Ganze. Und Nubar ist da tatsächlich ausgeblutet, Baran, Moa und Amox verblieben. Besten, die schießt auch noch drauf, Fierce ist jetzt gerade in der Zone verblutet. Wenn jetzt hier Karlat geholt wurde bei Destiny. Ich glaube, das war drüben das Anon Esports Team. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Hier sind noch relativ weit auseinander. Somit überraschend, dass der Kill da kommt. Aber Amuk damit mit einem Kill dabei ist. Sehr gut. Norden haben wir noch im Fame Esports Accelerate dicht zusammen. Wo ist hier Low HP? Haben sie noch ein Fahrzeug in der Garage? Das ist sehr positiv. Wo hat sich nochmal geheilt. Und sie haben tatsächlich Cheetah leben lassen. So mit 7 Atoms noch am Leben. Wir sind noch bei 14 Teams. Sehr, sehr gut. Wo vs. it? Medic und Xedel hier am Start. Ich muss nochmal kurz was trinken.
Destiny schießt da runter Richtung Amok. Ja, da sind die vier Teams hier sehr dicht zusammen, schießen gegenseitig aufeinander. Aber viel mehr passiert da auch erstmal nicht. In jedem Fall schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, euch allen geht's gut. So. Spectre, Cryptic, Karlat hier zu dritt dabei. Und da oben hat Equalize den High Ground. Das ist eine interessante Position. Wir waren gestern hier auch in der Nähe von Los Leones. Da ging es genau hier links hin, links von Los Leones. Ich hoffe ja diesmal, dass ein paar Berge mit drin sind, also ein paar höhere. Aber das wird auch schon bei der Zone relativ schwierig. Ich glaube, wir gehen mal auf Illuminate Blade. Der ist da ganz, ganz dicht bei den gegnerischen Spielern von Infamous Esports in der Nähe. Seaboy, Lowfire, Sleepy und Formal hier in ja, vor Blade unterwegs. Auch Mane gamet da schon in die Richtung. Was macht Hate? Hate, Michi, Times und Beast sind hier noch dabei. Hier neben haben wir noch Times, ja, ein bisschen im Flank unterwegs, aber nicht wirklich. Gleiche Pose haben sie sich gestern auch geschnappt. Eventuell haben sie da jetzt schon Elendo gesehen. Elendo, Rory, Baru hier noch am Start. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr alle dabei seid. Wenn auch jemand noch dabei ist, lasst gerne einen Follow da, würde mich sehr freuen. Und für alle, die noch keinen Account haben, kostet nichts. Ihr könnt euch gerne auch einen Account hier auf Trovo machen. Hat natürlich ein paar Features, die noch fehlen, aber sie sind da kräftig am Entwickeln und hören da auch auf das Feedback von den Streamern als auch von den Zuschauern, dass das möglichst gut implementiert wird. Und die nächste Zone ist nach unten verschoben, deswegen brechen sie jetzt hier schon auf und wir sind hier rund um Los Leones. Eieiei, Destiny da unten. Cryptic ist da auch ganz, ganz eilig unterwegs. Da wollen sie jetzt alle rein nach Los Leones sich in guten Positionen oder guten Spot schnappen. Und ihr seht auch, Equalize ist da schon fast mitten in Los Leones, relativ nah dran und der Airdrop ist einfach fast der Mittelpunkt der Zone. Haben wir auch so noch nicht so häufig erlebt. Cryptic hier fährt ein bisschen raus aus Los Leones. Vielleicht sagen sie sich auch, nee, wir wollen nicht unbedingt da mitten im Hotspot sein. Und ihr seht oben Amok auch jetzt am Rotieren in den Fahrzeugen. Bordloot daneben einen von Accelerator raus. Da müssen wir kurz hoch. Die sind schon teilweise gemoved gewesen. Jo, jetzt sind es nur noch Duxan und Drusek und somit die Bordloot mit dem zweiten Kill dabei. Schöne Runde. Auf geht's. Zu dritt noch am Leben. Da geht was. Und der Captain ist auf dem Weg Richtung Highground, Richtung... Ah, kurzzeitig Richtung Hate, sind aber jetzt auf dem Weg weiter. Hate ist schon vorgemoved. Und Anon Esports Team, da wird einer geholt. Badan ist dazu dicht dran gepusht an Black Sparks und das war's für ihn. Da wird nichts mehr passieren. Teammates warten da unten schon bei den Öltanks oder was das für Speicher sind, Flüssiggastanks, wie auch immer. Wird erstmal Baran geholt von Bielend hier. Vier Kills, drei Spieler leben noch für das Team. Und wir warten jetzt darauf, dass die nächste Zone losgeht. Die ist nämlich jetzt schon wirklich klein hier für die 14 verbliebenen Teams. Drei Zonen, beziehungsweise die dritte Zone ist es jetzt. Ja? Wir warten mal ab. Aber in jedem Fall haben wir schon einige Kills gesehen. Ah, Anon Esports schießt da jetzt auf den Berg hoch so ein bisschen. Luffy hat das satte jetzt bekommen, muss da aufpassen, dass er nicht genockt wird. Auch wenn die beiden hier erstmal da nicht groß was machen können, wenn der Spieler genockt ist. Sie werden niemals ranpushen, aber ah, Schüsse plus einen Knockdown im Killfeed. Wenn man genau synchron die Schüsse hört, locken natürlich Teams ran. Das heißt, da könnte auch dann ein anderes Team, was in der Nähe ist, ranpushen. Aber warten wir erst einmal ab. Cheetah lebt immer noch. Gucken, ob er es in die Top 5 schaffen kann. Ähnlich wie eben in dem Game. Und da sind welche explodiert. Der Captain mit dem Double Kill gegen die Bordlooter. Somit da unten nur noch Toh hier am Start. Nein. Eben noch gelobt. Das ist bitter. Das ist nicht so schade jetzt. Somit nur noch Toh hier alleine unterwegs. Und der Captain mit ihren beiden ersten Kills am Start. Ich glaube, sie werden aber den High Ground auch nicht aufgeben. Sagen sie sich lieber, wir bleiben hier oben. Lass den anderen da unten sein. Wenn der rauskommt, dann sehen wir ihn, dann killen wir ihn easy. So, weiter geht's.
Merve, danke für den Follow. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr, sehr cool. Und wir sind hier genau in Los Leones. Und da würde ich ja fast wetten, dass es hier ein Healing Center vom Ende geben könnte. Die Cryptical-Aspekte sind jetzt natürlich auch auf dem Weg wieder tiefer rein nach Los Leones und Equalize. In der guten Posi, Michi, für Hate in der besseren Posi. Während gerade oben Tohir gepusht wurde, ist raus. Bot tut er raus auf die 14. Kalat, Spectrum, Cryptic jetzt hier am Rhein move in die Stadt mitten rein. Aber Hate hat da echt eine gute Position, wobei man sagen muss, so weit mittig gelegen kann das natürlich auch die Gegner jetzt anlocken. Destiny ein bisschen südlicher gelegen. Da müssen noch so viele Teams rein, da wird es jetzt einige Kills geben. Wir gehen mal auf die Aufsicht von oben und sehen gerade, dass Nuxan geholt wird. Beast mit dem Knockdown. Und das ist der erste Kill für Hate Gaming. Rusek fährt da auch ran. Rusek flippt da fast das Fahrzeug. Und Equalize ist hier im Highground unterwegs. Cryptic liegt. Spectre ist da auch noch low HP. Oh, oh, oh. Ganz, ganz miese Nummer. Aber Luigi hier ganz, ganz weit oben unterwegs. Da werden sie auch Cryptic nicht mehr hochholen können. Spectre konnte sich jetzt nochmal heilen. Ihr seht da hinten Rusek für Accelerate. Illuminate kommt da jetzt auch rein. Amuk, Anon Esports. Genauso wie Team Focus. Müssen da noch rein. Und Cheetah natürlich ja auch. Und im Süden haben wir jetzt Black Sparks relativ dicht dran. Haben den Angry Kids. Da hinten seht ihr, so klein ist die Zone nämlich schon. Oh, da kommt jetzt der Crash hier an Cryptic ran. Da wird der doch nochmal hochgeholt. Das funktioniert sogar nochmal sehr, sehr positiv. Und somit Cryptic wieder am Leben. Der läuft zurück. Wird dann nochmal genockt. Das verstehen wir nicht unbedingt. Das könnte es teuer machen und die Angry Kids sind im Fight gegen die Black Sparks. Knockdown für beide Teams. Und Equalize schießt aus allen Rohren hier runter, aber von Hate wurde auch jemand geholt. Times hat es nicht geschafft. The Captains mit einem Kill gegen Hate, somit Hate runter auf zwei Spieler. Und jetzt müssen sie ganz, ganz defensiv in dem Gebäude machen. Eieiei. Ja, was soll ich groß sagen? Gebäudefights, Stadtfights mag ich persönlich nicht so, sind sehr, sehr schwierig zu verfolgen. Da kannst du eigentlich nur alles verpassen und ihr seht, die nächste Zone ist nach links verschoben. Und für die Zone, da werden jetzt drei Teams mindestens sterben. Ich glaube eher sogar bis auf sieben Teams runter. Also fünf Teams werden es da jetzt nicht lebendig reinschaffen. Cheetah ist einer der ersten, der reinmoved, während gerade Razer geholt wird für das Team Focus. Cheetah wird hier beschossen, schafft es ins Gebäude. Ist jetzt im Gebäude, wo Hate wartet oder wo einer der Hate-Spieler drin ist. Beast hat den Call bekommen, dass der Gegner ein bisschen low HP ist. Prefire da perfekt, kommt da gut rumgesprungen und kriegt den Gegner. Zweiter Kill hier für Hate, sehr schön gemacht, aber Destiny kommt jetzt ran. Destiny wird da schon von Michi beschossen. Spectre, Cryptic und Karl hat hier im 3 gegen 2 in der Überzahlsituation gegen Michi und Beast. Die sind da in der nächsten Zone gerade so drin. Oh, oh, oh. Und ihr seht oben links schon Anon Esports ist gerade reingemoved. Illuminate in einer guten Posi, aber auch gesplittet. Und Equalize versucht jetzt da vom High Ground runterzukommen, von dem höchsten Gebäude in die Zone rein. Sind noch nicht alle drin. Danke, Nele, für die Gesundheitswünsche. Michi hat wieder das Gebäude gewechselt. Ihr seht Angry Kids, die Captains, Team Focus, Black Sparks, die müssen alle reinmoven. Wir sind bei 12 Teams. Gehen wir mal auf Leader drauf, der war der Erste, der jetzt hier für die Angry Kids reingemoved ist und hier neben ist direkt Illuminate. Er hat die Gegner gesehen, Fahrzeug, kriegt da Schaden ab. Er hat es aber erstmal in eine safe Pose geschafft. Wild Alone nicht so ganz, der wurde geholt. Lone Line, Leader und Exile verblieben. Und die sind jetzt mächtig gesplittet voneinander. Hier wird Lone Line direkt gepusht von zwei oder drei Gegnern, er holt die Nate nochmal raus. Und hier neben seht ihr es schon. Moa da hinten für Anon Esports genockt. Destiny Cryptic liegt hier ebenfalls. Und Lone Lion wurde jetzt gerade mit der Nate geholt. Somit die Angry Kids runter auf 2. Nur noch Exile und Leader hier am Start. Eieieiei, was ist hier los? Guckt euch mal an, wie kunterbunt. Wir sind voll reingezoomt. Es leben noch 12 Teams. Also war meine Prediction da komplett lost. Dass da runter auf 7 Teams, bis die Zone am Ende ist. Das hat nicht funktioniert. Razer wird da beschossen, Razer ist genockt. Michi mit dem nächsten Knockdown. Mit dem nächsten Kill, dritter. Pablo noch Last Man Standing für Team Focus. Hier neben haben wir jetzt
Anon Esports im Fight, da ist es nur noch einer. Moha hier kann seinem Teammate nicht helfen. Das sieht nicht so gut aus. Spectre geholt worden, nächste Zone, da ist noch fast niemand drin. Eieiei. Und jetzt wird es Schlag auf Schlag gehen. Wir gehen einfach hoch raus. Wir werden eh nicht alle sehen können. Das ist zu wild. Ihr seht jetzt hier, wer hier noch alles am Leben ist. Illuminate, relativ stabil, allein unterwegs. Hier unten drunter haben wir Amuk. 8 Gaming. Dann haben wir noch Infamous Esports da hinten zu viert. Ja, formal liegt da, hat sich aber wieder heilen können. Lag noch nicht, nur ein bisschen Schaden kassiert. Bimba jetzt geholt worden. Amok hier auch noch zu viert. 10 Teams, 27 Spieler, 2,7 der Schnitt. Und das sind fast alle schon in der nächsten Zone. Na, doch nicht. Da hinten sind noch einige draußen. Das habe ich komplett nicht gesehen. Sleepy wird jetzt hier geholt von Blade. Blade da, schönes Aim. Gucken, ob er noch einen holen kann. Famous Esports, aber auch in den Top 10, müssen wir mal gucken. Elendo für das The Captain's Team wird er geholt. Wir gehen kurz rüber. Ja, Elendo brennt da auch zu Tode. Rhodey und Beru zu zweit verblieben. Beru auch noch geholt worden. Jetzt ist es nur noch Rhodey hier im 1 gegen 1 gegen Parker. Kann der Parker rausnehmen. Geht natürlich auf den Finisher. Versucht. Hat er keine Kugel mehr. Kann ihn aber dann noch holen. Und somit Equalize runter auch auf einen oder zwei Spieler. Daneben Jay-Z, Last Man Standing. Michi nimmt da Evilboy mit der Nate raus. Die nächste Zone ist sowas von klein. Und Hate ist drin in der Zone. Und ihr seht hier neben, die sind auch drin. Amuk ist drin. Black Sparks werden da jetzt gepusht. Da lebt nur noch Bielend. Medic ist da. Medic in der Smoke. Sprayt da rein. Er hat den Riecher, dass deiner ist. Bielend wartet auch schon sehr nah dran. Die Nate war okay. Aber die ist hinter der Mauer. Medic pusht jetzt ran. Medic hat den Gegner gesehen. Baitet den Gegner raus. Holt den Easy Peasy. Amuk hier mit 5 Kills dabei. Sehr, sehr starke Runde. Bis jetzt die stärkste von denen. Wir sind auf 7 Teams mittlerweile runter. Illuminate da hinten zu dritt dabei. Malik liegt noch, den können sie hochholen. Und Hate hat sich irgendwie da reingeschlichen zu zweit. Sind da gerade so in der Zone. Wir gehen nochmal rüber auf Michi, der in Richtung Illuminate schießt. Packt die Nate aus. Die Nate kommt. 3, 2, 1. Da kommt die Nate rein. Bounced einmal. Ah, minimal zu lang gekocht. Aber ganz minimal. Das wäre ein Ding gewesen. Karl hat da hinten. Wird es nicht schaffen. Spectre Last Man Standing für Destiny. Beziehungsweise für das Fate-Team. Karl hat in der Zone gerade gestorben. 7 Teams, 15 Spieler. Und Hate, Michi und Beast gerade am Struggeln. 8 Sekunden noch, dann ist der Revive durch. Da kommen weitere Nades ran. Michi kriegt da sogar noch ein bisschen Schaden von. Eine Sekunde, dann ist der Revive durchgegangen. Jetzt splitten und ganz schnell heilen. Position passt. Nur Blade in dem Gebäude. Aber wenn sie gleich raus müssen, ist es halt RIP. Ne? Egal, also je nachdem, wo die Zone hingeht. Oh, die Zone geht gleich schon zu. Hier kann jemand auf den Healing Standoff gehen. Aber nicht Michi. Der hat nur einen First Aid Kit, holt sich da lieber noch einen Kill. Der fünfte. Beast hat 5. Beast kann was machen. Hat da noch ein 6. liegen. Beast könnte auf Heilung gehen. Was hat Beast denn so für Boost dabei? Ja, das sieht okay aus. Weil da kommt doch noch eine Zone, da muss doch eigentlich noch eine kommen. Ich sehe es einfach nicht. Doch, sie ist klein, die ist hier in der Nähe von Michi. Gleich geht sie los. 4 Teams sind sie noch. Und Illuminate ist hier bei Michi und Co. Gehen da sogar durch die Zone, nehmen da Schaden in Kauf, weil sie die Gegner gerade schießen gehört haben. Oder weil sie genau wissen, dass die Ecke hier vorne noch in der Zone Nummer 8 drin sein könnte. Wird jetzt alles gesmoked, vielleicht müssen die doch daraus. Habe ich die so blind? Ja doch, die müssen nach vorne rufen. Tatsächlich, die ist mitten auf der Gasse, die Zone. Beast springt raus, Michi bleibt erstmal zurück. Beast kann da keinen holen, Michi halt gegen. Michi ist der jetzt, der heilt. Und der wird damit in die Top 2 kommen, wenn alles gut geht. Die anderen hier vorne, Illuminate, sind da raus. Da war das schon Rhodey für CPN vorhin, Ubu und Versed hier. Last Two Man Standing für Amuk. Top 3, aber haben sie erreicht mit ihren 5 oder 6 Kills. Schön gemacht. Und Michi ist in den Top 3. Amuk, Ubu nur noch am Leben in der Smoke. Und Michi da hinten heilt gegen. Ich glaube, jetzt ist er gleich am letzten angekommen. Ist aber in den Top 2. Hate auf der 2 und Illuminate auf der 1. Insgesamt 8 Kills. Das andere schauen wir uns gleich an. GG World Blade, aber auch dann das Hate Gaming Team, die zumindest so 14 Placement Points bekommen können. Michi versucht es nochmal, holt keinen weiteren mehr, schenkt den Kill natürlich auch nicht. Und dann ist es vorbei. Illuminate gewinnt die zweite Runde. Sehr schön. Mit insgesamt
8 Kills. Hate auf der 2, sehr solide Runde. 5 plus 14, das ist sehr schön. Amok auf der 3, noch mit 5 Kills. GG. Ups. Ich weiß ja nicht, warum das hier so ist, dass die Schüsse immer noch weitergehört werden. Dann haben wir noch CPN oben. The Captain ist auf der 4 mit 9 Kills, 7 von Rhodey, sehr stark. Equalizer auf der 5 mit 7 Kills insgesamt. Fade bzw. Destiny mit 2 Kills auf der 6. Team Focus auf der 7 mit einem Frag. Blacksparks auf der 8 mit 5. Infamous Esports auf der 9 mit einem Kill von Formal. Angry Kids auf der 10 ohne Kill, eben noch gewonnen. Unknown Esports Team ohne Kill ebenfalls, genauso wie Accelerator auf der 11 und auf der 12. 7 Atoms mit 4 Kills aus Merly auf der 13. Botloot auf der 14 mit 2 Kills. Ram auf der 15 ohne Kill. Und auf der 16 haben wir das Team Kuma mit einem Kill. GG. Well played. Das war die Runde Nummer 2. Jetzt geht's noch weiter mit die Candy und danach dann noch Sanok. Ich muss jetzt kurz jemanden zurückschreiben. Und dann ist es so. Also, sehr schön, dass ihr da dabei seid. Das war Ründchen Nummer 2. Wir können den Sound doch wieder anmachen. Wir gehen kurz ins andere Overlay. Ich werde den nächsten Raum joinen. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr alle dabei seid. 40 Zuschauer jetzt hier in der Spitze. Das ist sehr positiv. Bin ich zufrieden mit. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Und wenn noch jemand neu dabei ist, lasst gerne einen Follow da. Wir sind auf dem Weg zu 530 verloren. Das schaffen wir vielleicht morgen. Und gleich geht's hier weiter mit der nächsten Runde. 8 Follower fehlen noch. Und ja, wir gehen in den nächsten Raum rein. Ups, da haben wir Equalize-Server. Der ist bei mir noch an einer ganz ungewohnten Stelle. Deswegen muss ich da mal ein bisschen aufpassen, wenn ich ihn wieder finde so schnell. Raum ist da, es geht schon in 7 Minuten weiter. Auf wie Candy, ihr seht, kurz nochmal checken, ihr seht natürlich nicht den Raum, okay. Joinen wir noch schnell. Und dann geht es hier gleich sofort weiter. Ups. Screenshots brauchen wir keine machen. GG, Xel, GG. GG. So. Da sind wir mit beiden Accounts drin. So viele Trios, was ist da los? Doch nicht so viele. So. Ich glaube, wir brauchen meinen zweiten Account nicht. Das war nur für Backup, falls jemand wieder... Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Alles gut, gehen wir wieder raus. Pain Idiot lief aus Versehen in letzter Sekunde. Ah, oh, Michi, das ist ärgerlich. Aber war trotzdem okay, die Runde. Weil der Profile anschaut und dann doppelt rausklickt. Oh, das kenne ich ja auch. Dann hat er mich schon so oft gefragt, ob ich die Lobby schließen möchte. Glaubt er gar nicht. Aber sei doch froh, dass es jetzt passiert. Das hat die Chance minimiert, dass es während der PMCO passiert. Wobei, ist man da? Ich weiß es nicht, deswegen frage ich. Ist man beim PMCO-Qualifier? Ist man da in einer Lobby vorher oder startet man die Suche? Ich glaube, man startet die Suche oder ich weiß es nicht, deswegen frage ich. Habe ich mich auch vorher noch nie gefragt, deswegen kam gerade spontan die Frage.
Also, vielen, vielen Dank, dass ihr da noch dabei seid. Das ist sehr, sehr positiv. Geht jetzt gleich mit der nächsten Runde weiter. Ich bin kurz in einem Päuschen. Haben ja noch ein bisschen Zeit. Countdown ist da. 3 Minuten 53. Gleich bin ich wieder für euch zurück. Vielen, vielen Dank. Hello Toxic, grüß dich. Schön, dass du auch dabei bist. Und dann geht hier gleich die nächste Runde weiter. So, also, bin gleich wieder für euch zurück. Thank you.
So, da bin ich wieder für euch. Hallöchen. Payne setzt seine Prioritäten richtig. Payne for President. So, zwei Leute fehlen noch. 16 Teams sind es. Sehr schön. Schön, dass ihr da dabei seid. Hallöchen. Ja. Sehr, sehr gut. Auf geht's, wie Candy. Viel Erfolg an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Sehr positiv. Schnitt von dem Stream liegt bei... wo haben wir ihn? 29, das ist okay. Gucken, vielleicht kommen wir ja auch auf 30 noch hoch. Hallöchen, lieber Mo Godzilla. Grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben 5 Minuten Delay drin. Deswegen nicht wundern. Deswegen nicht wundern, dass ich so spät antworte. Hello, MoGodzilla, not. And don't be confused why I'm answering that late or why I was writing or how I was writing, even not sitting on the chair. There's a 3-minute delay just to prevent stream sniping. So hello everybody, welcome to the stream. Hope you guys are all doing fine. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Wir machen jetzt in Deutsch weiter. We will keep on talking in German. Und auf geht's. Die dritte Runde von 4 insgesamt startet jetzt. Und wir starten unten links bei Binary. Da habe ich schon direkt Binary gesehen gehabt. Finde ich tatsächlich sehr markant zu sehen. So mit den links davon liegende Küste, die schneebedeckt ist. Ja. Und wir starten überall von Binary. Die ersten sind schon rausgesprungen. Fliegen über Evie zwischen Dino Park und Tovalang. Über Goroka oder knapp über Togoroka. Richtung Krishas, Richtung Norden. So, da sind wir. Kuma, Licious. Ah, okay. Licious, Dr. Who, Schlumpi, Nitro hier zu viert dabei. Ich glaube, Licious ist schon unten. Wir haben einfach nur ein Lag gehabt. Da wollte ich schon sagen, das passt nicht. Das passt ganz und gar nicht. Schlumpi, Dr. Who, Nitro und Licious hier. Zu viert gestartet. Die Captain sind links von ihnen bei der Winery gelandet. Und hier neben haben wir Volnova in Famous direkt schon zusammen mit Team Focus. Da wird formal schon mit einer SKS beschossen. Könnte sein, dass er schon liegt. Wir haben einen Leck. Jetzt hat er es ins Gebäude geschafft. Hey, hey, hey. Da war es aber ein bisschen leggedy, leggedy. Shark, Pablo und Razor halten dagegen. Die sind nur zu dritt gestartet. Aber sind auch noch so weit auseinander, dass es nicht direkt zum Knall kommen wird. Wir gehen nach Goroka. Die sind richtig dicht zusammen. Da müssen wir hoch. Ram gegen Illuminate. Das wird der erste Fight jetzt hier geben. Und ich wette, da wird ein Team wird es nicht schaffen. Die sind so dicht zusammen. Ich glaube kaum, dass da jemand wegkommen kann. Und ich würde fast noch weitergehen. Würde sagen, dass beide Teams hier Spiele verlieren. Und eins es gar nicht schafft. Das ist also wieder eine sehr... ja, schwierige Situation sein könnte. Wir schauen mal. Hey, Ramo, grüß dich, mein Guter. Schön, dass du dabei bist. 3 Minuten Delay. Nur als kleine Erinnerung. Deswegen kann ich dir nicht so schnell antworten. Late. Hier oben auf dem Dach unterwegs. Oh, now es wird damit der Nate geholt. Malik. Mit der goldenen Nate. Litost, X-Ray und Jay-Z verblieben. Die werden auch nicht so leicht rüberkommen. Und ihr seht schon, Shabi direkt rüber moven. Ins Gebäude rein und jetzt den Finish holen. Und dann ist das gleich der erste Kill hier für Illuminate. Hat aber dann noch einen Hit bekommen von Litost. Litost könnte rübergehen. Weiß nicht, ist der so gierig? Er hat gesehen, dass er ihn gehittet hat. Er geht da nicht. Shabi heilt sich auch gerade. Er hätte rübergehen können aufs Dach und dann runter auf den Balkon. Ich müsste zumindest gehen. Somit 4 gegen 3 noch die Situation hier und weiter geht's jetzt. Litost, Jay-Z und X-Ray am Start. So,
Litost. Hier haben wir noch ein Dach drauf. Wir gucken mal kurz, was am anderen Ende der Maps so passiert. Die Zone ist nach unten rechts verschoben. Und jetzt wird hier geschossen. Aber passiert erstmal nichts weiter. Wir können mal auf die Zone wirklich gucken. Und wer schon drin ist, Destiny ist drin. Auch wenn Cryptic da von seinen Teammates ein bisschen gesplittet ist. Beide Teile sind schon drin. Equalize ebenfalls. Wir haben hier oben tatsächlich den einzigsten Spot, wo zwei Teams aufeinandertreffen. Jetzt wurde Blade geholt. Somit hier auch Illuminate runter auf drei Spieler. Ich habe es fast gedacht, dass das passieren wird. Zwei Spieler sogar genockt werden. Da wird der erste geholt. Und jetzt wird es hier ganz, ganz, ganz eng. Zwei gegen drei Unterzahl-Situation für Illuminate. Nachdem sie vier gegen drei hier in der Überzahl waren. Ganz, ganz schwierig. Jay-Z, X-Ray und Litost halten dagegen. Ihr seht hier oben, Malik hat einen guten Winkel, hat da auch schon Jay-Z gehört oder gespottet, was auch immer. Weiß auf jeden Fall ganz genau, wo der ist. Das macht es aber nicht einfacher für sie. Evilboy langsam am Ausbluten. Shabi wird da nicht mehr hinkommen. Evilboy hat es jetzt nicht geschafft. X-Ray hätte da drauf gehalten. Wir haben die Schüsse nicht gehört. Waren zu weit anscheinend weg. Und in Famous Esports in der Nähe da tatsächlich von Team Focus. Abwarten, was passiert. Kuma in der Winery unterwegs. Sind da jetzt in Richtung gegnerisches Team mit der Nummer 12 unterwegs. Hier seht da, die Captains sind gesplittet. Rhodey ist da irgendwie im Wasser unterwegs oder knapp am Wasser unterwegs. Schauen wir mal. Zone, ja, Mittelpunkt hier zwischen Volnova und Hot Springs, so grob ein bisschen nördlich davon. Equalize, oh, da pusht Hate ran ans Schloss, das habe ich gar nicht gesehen. Equalize gesplittet im 2 und 2, Bimba hier sogar noch von Jay-Z ein bisschen weg. Das heißt, hier kann Hate vielleicht gleich einfach so drüber fahren. Und jetzt wird Malik geholt. Ab nach Goroka wieder, nur noch Shabi am Start. Gegner springt da am Haus vorbei. Litos schießt da schon rein. 1 gegen 3 Situation, während Beast Parker von Equalize holt und auch direkt durchzieht. Sehr gut gemacht. Wir bleiben aber jetzt hier und gehen dann direkt rüber zu Equalize und Hate Gaming, die da im Fight sind. Ich weiß nicht, ob Equalize da mit den beiden anderen Spielern, die nicht in der Nähe waren, nochmal ranpushen wird. X-Ray wird hier beschossen. Ja, Blade versucht, Shabi versucht da alles gegenzuhalten, indem seine beiden Teammates Blade und Evilboy schon down sind. Na, Shabi gestorben. GG. Und ich habe es gesagt, ja, ein Team auf drei runter, aber vier Kills haben sie gemacht. GG und wir gehen zu Hate und Equalize ist komplett da. Equalize ist komplett rangegangen. 4 gegen 3, die Überzahlsituation jetzt also hier für Hate Gaming. Und Michi hat dann einen guten Winkel, weiß ganz genau, wo Jay-Z ist. Da kommt der Molotow rein. Er kommt nicht ganz an. Hat er, glaube ich, gedacht, dass er in dem Zelt drin ist. Beast kommt jetzt hier mit dran. Time ist schon ein bisschen im Flank unterwegs. Oh, die Counter nicht gegen Michi passt da fast, aber dann doch nicht ganz. Moin, moin, Panic, grüß dich, Hallöchen. Schön, dass du auch dabei bist, auch bei dir. 3 Minuten Delay haben wir drin, deswegen erstmal eine Antwort später. Jay-Z wurde gerade geholt, Bimba und Luigi verblieben. Oh, Beast passt da auf. Da sind 2 Stück in deiner Nähe. Baiten ein bisschen, das könnte jetzt für Hate teuer werden, wenn sie da früh einen Spieler verlieren. Aber Times sollte da eigentlich beide gecallt haben. Michi fällt runter, Michi, hinterm Baum, muss jetzt aufpassen. Michi ist beim Traktor im 1 gegen 2. Michi ist da sehr offensiv. Michi wird geholt. Das war nicht gut. Aber Times ist da. Times schießt auf Bimba. Jetzt muss Beast eigentlich nachziehen. Sonst verlieren sie Michi. Times wird auch noch geholt. Aber Bimba auch genockt. Jetzt muss Beast ganz schnell rumkommen. Beast pusht da Richtung Luigi. Muss ein bisschen baiten. Baitet nicht. Jetzt ist der Gegner da. Schießt da drauf. Er geht nochmal rein. Ah, wird er sich heilen? Ich weiß es nicht. Pain ist auf dem Weg. Er muss nochmal einfach baiten, aber Beast heilt sich erstmal. Michi und Times erstmal safe. Beast ist jetzt wieder da, wird jetzt rumpushen. Pain kommt mit. Pain kommt mit und dann sind sie im 2 gegen 1. Und da haben sie ihn. Das war sehr, sehr gut gemacht von Hate. Auch wenn es zwischenzeitlich sehr knapp aussah. So mit Hate mit 4 starken Kills zu viert noch dabei. Und so sieht Teamplay aus. GG. Aber auch die Gegner gut mitgehalten. Am Ende ein bisschen ärgerlich gewesen. Bisschen mehr Schaden, dann hätte er den Gegner geholt, hätte locker reviven können. Und dann hätten sie das Ding vielleicht drehen können, ja. Für Equalize. Es war sehr knapp, auch wenn es da nur 2 dahingerafft hat. Der andere war super low. Und wir sind zurück in Volnova. Ihr seht es in Famous Esports immer noch in der Nähe von Team Focus. Wer holt hier wen? Daneben hören wir die Schüsse. Da fahren die Botlooter mittendrin. Oder mittendurch.
dem Polizeiauto hier, Fahrzeug ist da, low HP. Und Kaido wurde auch geholt. Hector hat noch einen Hit bekommen. Shark ist da. Ein Formal oben auf dem Dach. Eieiei, das könnte für die Botlute richtig teuer werden. Sind hier nur noch zu dritt dabei. Einer liegt schon wieder. Oh, oh, oh. Kaido ist im Haus drin. Seven Atoms im Fight gegen die Captains. Und das sieht nicht gut aus. Da haben sie zwei Kills geholt. Die Captains sind sie da runter auf zwei. Rhodey und Alda verblieben. Jo, sie sind auf zwei Spieler runter. Und Rhodey ist da mit am Start jetzt. Oh, 2 gegen 3 hier lokal. 2 gegen 2 lokal. Da werden aber die Teammates rankommen. Da kommt schon ein Fahrzeug rangefahren. Da werden sie jetzt richtig gegen pushen, Seven Atoms. Und ihr seht hier, Alda wird da geholt. Und jetzt ist es hier nur noch Rhodey. Rhodey im 1 gegen 4. Versucht jetzt wegzukommen, das könnte ein bisschen schwer sein. Geralt schießt da drauf, 4 ist jetzt vorne. Rhodey kriegt da ein bisschen Schaden. Er kommt aber erstmal weg, hat mir gerade den Monster weg. Ich glaube, er schafft es, Fahrzeug ist low. Kriegt auf keine Zug vielen Hits mehr bekommen. Danke, Myka, für den Follow, herzlich willkommen. Oh! Nicer Move. Das war ein nicer Move. Vielen, vielen Dank dafür, Myka. Ja, Nele, ich weiß nicht, ob sie noch da ist. Müsste mal bei Benutzer gucken, ob sie noch im Chat ist. War eben in der Pause da. Black Sparks zu viert noch dabei. Was haben sie mit dem Fahrzeug gemacht? 10 vor 8, meine Güte, kriegt er da Schaden. Black Sparks hinter, ich ziehe ganz an Seven Atoms ran. Jitan. Oh, packt die Nade aus, wird aber beschossen. Packt die Nade nicht nochmal weg, schmeißt die Nade jetzt einfach noch runter, raus da. Die kommt nicht an. Puh, Glück für den Gegner, dass sie da nicht noch ein bisschen an Lucky rüberspringt. Aber weiter geht's. Zone ist immer noch die erste. Nach unten verschoben. Ihr seht's ja. Ram ganz links am Rotieren. An der Küste lang. Und wir haben hier oben in Volnova immer noch Bordlooter in der Nähe von den Famous und von Team Focus. Und die Chance, dass die da bleiben können. Ich denke, bis Zone 4 können sie locker da bleiben. Wir warten mal ab. Ich sag, bis Zone 4 ist hier mitten Volnova das Herzen immer noch drin. Und Destiny jetzt mit einem Knockdown hier neben. Ich gegen die. Harald liegt, haben sie ihren Teammate geholt, hat den Disconnect. Wollen sie an den Loot ran. Ja, holen ihn nicht mehr hoch. Und Sandfur wird da jetzt geholt. Goban ist ein bisschen weiter weg von seinen Teammates. Hält da aus der Ferne auf Geralt drauf. Kriegt ihn erstmal nicht. Luffy, Beeland und Goban zu dritt. Nuba nimmt da Baki raus, hier neben. Ja, Baki. Ist da gerade tatsächlich, ja, Baki genockt worden. Somit sind da Destiny nur noch zu zweit am Start. Und Sandford, Luffy, Beeland und sein Teammate Goban wieder zu viert dabei. Das war hier neben, ja. Baki ist geholt worden, wird aber wieder hochgeholt. Das hat funktioniert. Somit sind sie zu dritt noch dabei. Kein Kill hier für Anoni Sports. Die sind auch zu dritt dabei. Rowdy, Kaido, Ecto hier zu dritt. Gegen Shark, Pablo. Und daneben haben wir noch Razor und ihr seht hier, Infamous ist noch zu viert dabei, da vorne Formal und Seaboy und hier unten flitzen noch Sleepy und Lowfire lang. Dude, warum fährt man mitten durch Volnova? Man wollte in Volnova parken. Weiß ich nicht. Städtetour gebucht. Aber, wie ich gerade gesagt habe, vielleicht mit Glück können sie jetzt sehr lange da bleiben und können sich eine gute Position schnappen, aber das hängt von der Zone ab, das hängt auch davon ab, ob jemand sie pusht. Dass die Gegner sie nicht pushen, ist mir... Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Uma im Fight gegen Black Spark. Sparks. Was ich gerade sagen wollte, ich verstehe nicht, warum man da nicht pusht. Das ist Training und da kann man super mal üben, in ein Haus zu pushen, einen Gegner klein zu machen. Captains runter auf zwei Spieler immer noch. Ja, Crown hier geholt worden. Wild Talon liegt da auch noch. Eieieiei, gerade schon ein paar Necks. Aber die Gegner sind, glaube ich, raus, oder? Jo, die Captains sind raus auf der 14. Alter, ich kann gerade nicht klicken. Ich glaube, da hat man gerade jemand von Team Focus geholt. Fierce wird da von Destiny geholt.
Bis Seven Adams. Oh, Goban wird hier auch geholt. Doktor, was? Was leckt das denn so gerade? Was ist denn da los? Luffy mit Zanfor und Beeland verblieben. Da drüben, Fierce liegt da, Snaps liegt auch. Oh, Seven Adams jetzt hier richtig am Struggeln. Werden da von Destiny vom Berg runter beschossen. Und Kuma hier mit einem Kill am Start. Destiny mit drei Kills dabei. Schöne Runde bis dato, halten da voll drauf. Kann da jemand noch was machen? Es sind einfach noch 45 Spieler und 13 Teams. Zone Nummer 2 ist bekannt. Ja, nach links geschiftet. Guckt euch an, das ist ein Hardshift, das juckt trotzdem keinen. Die sind da alle schon in der Zone, da passiert nicht wirklich viel. Fierce wird hier wieder hochgeholt, somit gleich Seven Atoms wieder zu viert dabei. Und hier neben Volnova ist schon eine Menge los. Wo haben wir den Hate Gaming und so, Freunde? Rechts von Volnova unterwegs und Schlumpi nimmt hier Sandfall raus. Da pushen sie jetzt ran Richtung Black Sparks. Da geht Bielen da noch da. Nur noch Luffy am Start im 1 gegen 4 jetzt. Das wird richtig schwierig. Gerdi, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Da pushen sie jetzt ran. Nitro hat da schon direkt Luffy gehört. Vielen, vielen Dank, dass ihr da dabei seid. Wenn auch jemand neu dabei ist, lasst gerne einen Follow da. 7 Follower fehlen noch bis zu den 530. Oh, da nimmt Luffy noch einen mit. Aber Kuma, 4 Kills. Squad Vibe ist da. Zu viert überleben sie. Schön, das ist ein besserer Auftakt, so wollen wir das sehen. Und hier oben, Port Luther, nur noch mit einem Team dabei. Team Focus ist tatsächlich rausgemoved. Okay. Team Focus ist da rausgemoved. Und somit die Chance gleich, dass die Port Luther hier doch nochmal lebendig rauskommen. Aber wie gesagt, die können da in den Zonen bleiben. Zone 3 ist auch noch da, wenn die nächste Zone nach rechts geschifft ist, sind sie da locker in der fünften auch noch drin. Aber warten wir es erstmal ab. Ein paar Teams müssen zumindest ein bisschen move. Ihr seht da oben Anonis Boards. Gucken, wo die reinmoven. Und hier unten Seven Atoms. Destiny ist schon drin und alle anderen sowieso auch schon sogar in besseren Positionen. Eight. Eight eventuell mit der Rotation wieder über das Schloss oben oder fahren sie straight durch Volnova? Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, sie rotieren Richtung Castle und links von ihnen werden gleich Amok sein. Da ist noch ein Team. Anonis Boards ist auch dabei. Beast kriegt jetzt hier Wupfenshausen. Der ist... Er hat da keine Rückendeckung durch ein Fahrzeug. Nein, wird er geholt jetzt hier von Anon Esports. Da geht er direkt down, somit Hate Gaming runter auf drei Spieler. Beast, Michi und Pain versuchen sich jetzt in Position zu bringen. Da können sie eigentlich noch ein paar Kills machen. Und die werden sicherlich jetzt kämpfen wollen. Ja, die wollen jetzt nicht sich aus dem Staub machen. Sind da ganz nah dran. Gucken wir mal. Moha, Baran und Nuba hier, den Famous nimmt da jetzt einen raus von Team Focus, auch wenn die jetzt nicht mehr so dicht zusammen sind. Tate ist jetzt da, schießt da Richtung Anon Esports, Nuba auf 2 HP runter, lebt aber noch, kann sich jetzt sicherlich nochmal heilen. Mal gucken, ob Tate jetzt ranpushen wird oder was da passiert. Warten wir es mal ab. Mich jetzt hier im Fahrzeug drin. Bot tut der immer noch ein Volnova, auch erstmal auf einem safen Position. Und da oben wird Baran geholt. Sehr schön. Pain hier mit dem Kill mit der MP5. Nuba und Moa verblieben zu zweit. Und das wird jetzt die Zündung sein, für Hate daran zu pushen. Pain hat gerade schon einen gecallt, hat da Moha gespottet. Michi ist im Flank unterwegs. Eventuell kann er gleich Moha killen. Wird noch ein bisschen weiter moven. Die Candy ist zonentechnisch auch meist recht angenehm. Ja. Das stimmt. Die erste Zone ist halt kleiner im Verhältnis zu den anderen Maps. Dafür sind die Shifts danach etwas geringer bis fünfte Zone. Dann wird es ungefähr ähnlich. Aber, finde ich gut, dass es da ein bisschen Abwechslung gibt. Ich persönlich fände es ganz cool, wenn sie es... Ja, wenn auf allen Maps beide Zonen passieren könnten, also einmal die erste Zone relativ groß, dafür danach ein bisschen härtere Shifts, so wie es auf Erangel ist, also dass die Abnahme der Zonenfläche größer ist als hier und auf einer Erangel auch mal als erstes eine sehr kleine Zone, dass man früh rein rotieren muss. Aber kann auch verstehen, dass man es so hat. Und jetzt hier Hate, natürlich im Push, 7 Kills haben sie schon gemacht. Und die Bot-Dutte, die nächsten verziehen sich. Da haben sie die beiden gegnerischen Teams einfach dazu bewegt, wegzufahren. Die haben sie so krass eingeschüchtert. Und ja, in Famous als auch
Teamfokus abgerückt von denen, sind da jetzt in dem Gebäude alleine und mal gespannt drauf. Wir sehen gleich die vierte Zone. Meine Prediction war, dass die Posi mit minimalem Glück noch in der vierten Zone ist. Die vierte ist ja auch schon ein Stückchen von Prozentzahl her ein bisschen kleiner, also nicht so wenige, so klein wie eben. Und da wird nach rechts oben geschiftet. Und somit sind sie dann noch locker flockig in der nächsten Zone, mit Glück sogar noch in der fünften drin. Kuma muss reinrotieren. Alle anderen sind schon drin. Aid kann Richtung Castle. Über Castle Richtung Loben links. Das wäre ein guter Move. Da ist nicht viel jemand. Und was macht Team Focus hier neben? Ah, sie hatten eben, glaube ich, mal einen rausgeholt von den Bot-Rootern. Oder war das oben drauf? Das sind Famous Team. Ich meine, sie wären es gewesen. Oh, Jay-Z geholt worden. Ram runter auf zwei Spieler. Wer hat denn da drauf geschossen? War das in Famous quer rüber? Ah, sollte nicht viel passieren können, dass ich wieder hochholen. Oh, X-Ray hier ganz low HP, wird da gepusht. Yo, Amok. Zedel geht da down, aber da haben sie den Gegner. GGU mit dem Frag. Erster Kill für Amok, können ihren Mate wieder hochholen. Der war günstig, der Kill. Und Seven Atoms gegen die Angry Kids am Fighten, ganz hier rechts. Von Volnova auf der anderen Flussseite. Exile liegt, Wild Alone und Leader zu zweit verblieben. Die Gegner sind hier noch zu zweit ebenfalls am Start. Ja, müssen sie aufpassen. Geralt ist schon ein bisschen vorne, aber ist hier noch auf der anderen Straßenseite. Da wird nichts passieren erstmal. Die werden hier, glaube ich, auf beiden Seiten bleiben. Und erstmal nicht ranpushen. Geralt, Cheetah, Fierce und Snaps natürlich noch zu viert dabei, aber erstmal nur hier lokal zu zweit. Drei Kills haben sie im Early schon gemacht. Vielleicht versucht man jetzt was über den Flank. Ne, Fierce und Snaps. Und Hate mit dem Move oben links hin. Da haben sie den Platz sehr gut genutzt. Accelerate ist aber jetzt in der Nähe. Da muss mich hier aufpassen. Ja, ein bisschen als Scout unterwegs hier. Kann da gleich runter Richtung Amok-Aim. Ist aber erstmal von Accelerate gedeckt hier rechts hin. Ja, ihr seht, sie sind da hinter der Kante. Die können sie hier nicht sehen. Vielleicht vorne, wenn sie reinfahren. Sieht aber erstmal gut aus. Damit haben sie eine Position, die relativ komfortabel ist. Hören da vorne Amok schießen, hören daneben Ram schießen. Und Jay-Z bekommt direkt die Schelle. Der hat nämlich kurz auf Hate geschossen. Jay-Z jetzt mit dem Knockdown gegen Pain. Oh, da werden sie weiter beschossen. Times bekommt dann einen seichten Hit ab. Jetzt rüber von Accelerate. Das ist jetzt nicht gut. Da muss jetzt ganz gewaltig aufgepasst werden. Smoke kommt offensiv rein, dass das Fahrzeug da gecovert ist, dass sie nicht direkt das Fahrzeug zum Explodieren bringen. Jetzt wird Helms ganz schnell auf den Revive gehen. Und Michi muss ja aufpassen, dass er jetzt nicht auch noch genockt wird. Und die nächste Zone, sie haben, sie sind mittendrin. Super Position jetzt, die müssen sie verteidigen. Das ist ganz, ganz schwierig. Sie sind nicht in einem Compound. Was machen sie jetzt mit dem Fahrzeug? Haben das erstmal in Sicherheit gebracht. Werden jetzt hier versuchen, sich eine gute Posi zu schnappen. Vielleicht ist ja auch das hier schon der Place to be für die. Ist okay hier hinter der Kante. Ah, das ist okay. Michi holt da auch nochmal seinen Schlitten ran. Jetzt muss dann Bot-Loot, da müssen sie raus aus Volnova. Angry Kids müssen move, Seven Atoms, Kuma und Destiny links. Anderen Teams sind schon dicht dran oder müssen nur ein kleines Stückchen, oder sind sogar schon drin, müssen nur vielleicht ein kleines Stückchen moven. Also, 37 Spieler, 11 Teams, das ist noch eine ganze, ganze Menge. Uma, Doctor Who, Schlumpi, Nitro und Lish ist hier zu viert noch dabei. Wenn Spectre geholt wird, Accelerate pusht daran, da ist es nur noch einer. Das war's. Barky auch noch gestorben. Accelerate hier mit drei Kills am Start und Destiny raus auf der 11. Jetzt ging es so schnell und jetzt haben wir hier Equalize. Sorry, nicht Equalize. In Famous Esports, im Push gegenüber Team Focus. Razer. Ist er gesplittet von seinen beiden Mates Pablo und Shark? Versuchen die nochmal ranzukommen oder lassen sie ihren Teammate hier im Stich? Warten wir mal ab. Seht schon, formal ist er schon relativ dicht an Razer dran. Der sieht ihn in 5 Sekunden oder so, wenn er aus dem Gebäude rausgeht, ne, oder am Fenster schaut. Jetzt erstmal die Angry Kids, die sind rangekommen auf die andere Uferseite. Und formal geht er down. Er hatte Razer nicht gesehen. Razer jetzt mit dem Knockdown. Das wären 3 gegen 3, wenn die Teammates rankommen. Da werden sie jetzt sicherlich nochmal helfen, oder?
Aber ihr seht ja schon, was da hinten noch aus Volnova raus muss. Die Bordlute müssen auch noch raus da. Wir fliegen mal rüber. Das sieht gar nicht gut aus hier am Rand von Volnova. Eieieiei. Wer wird hier es noch überleben? Die Angry Kids links, Exile kriegt da richtig Schaden. Ist raus, Angry Kids sind raus. Dachte ich mir schon, dass das jetzt hier schnellst passiert. Ram hat da auf jeden Fall Kills geholt. Und die Bordlute. Ah, Pablo, Hecto, Kaido und Rowdy zu dritt noch dabei. Rowdy kriegt der Zonenschaden, ist raus, ist genockt. Somit sind sie nur zu zweit dabei. Vorhin ist Razor, der macht nicht mehr lange, wurde da genockt und da ist der Kill da. Infamous mit dem Frag und die Botlooter zu zweit noch dabei. Während Kuma Ram rausgenommen hat, komplett dann. 6 Kills für Kuma, bessere Runde. Rowdy gestorben, Infamous jetzt hier im Fight gleich gegen die Bordlute, und da hinten seht ihr noch Seven Atoms. Die müssen aber alle moven, die sind da komplett weit weg und Hate mit einer der besten Posis. Und Michi ist ein bisschen weggefahren von seinen Teammates an den Rand der Zone. Er macht ein bisschen auf Passiv. Die Position da oben ist auch nicht so prickelnd. Ne? Da hast du kein Gebäude, du bist auf der Freifläche. Und wenn da ein Team im Fahrzeug rangepusht kommt und rausspringt, dann bist du so gut wie tot. Weil der High Ground hier ist nicht gut, dass du da aus der Ferne das Fahrzeug schon kaputt machen kannst, bevor sie rankommen. Und jetzt haben wir neben Kuma im Fight gegen Accelerate pushen daran. Luxan steht an der Mauer. Und da wurde gerade Schlumpi aus dem Fahrzeug genockt. Während Michi gerade Rusek geholt hat. Lisch, das wird hier auch noch rausgenockt. Somit nur Dr. Who und Nitro am Start. Aber Dr. Who kann da Lisch das hochholen. Schlumpi legt noch. Hector wird geholt. Somit nur noch Kaido für die Botlooter. Infamous hat da gerade auch Hector gekillt. Finish ist da. Michi nimmt da Nitro raus. Schön gemacht, Michi. Damit ist der nächste Kill am Start. 8 Kills schon für Hate Gaming. Sie sind da noch zu dritt dabei. Das Fahrzeug nimmt er gerne an. Kuma ist raus. Hat er da noch einen geholt? Jo, 9. Kill für Hate Gaming. Ich weiß nicht, ob er es war. Doch, Dr. Who ist gegen ihn gefallen. Infamous nimmt das 7 Atoms raus. Botloot, das ist auch schon raus. 7 Atoms auf der 7 raus. Das geht jetzt Schlag auf Schlag. Aber Team Focus Shark lebt noch. Der hat sich irgendwie davon geschlichen. Accelerate hier noch zu viert dabei. Haben ihren Teammate nochmal hochholen können. Hate immer noch zu dritt mit 9 Kills. Schöne Runde. 14 Spieler, 4 Teams. 2 Teams zu dritt. Die anderen beiden noch als Full Squad. Oh, hier hinten. Sleepy wird geholt. Low Fire ist Low HP. Der flitzt ist in der Safe Zone. Muss sich gleich heilen. Der klebt die blaue Zone am Arsch. Da muss er ganz schnell weg. Das würde eher schwierig für ihn. Sein Teammate fährt davon rein. Lowfire, Last Man Standing, wird da beschossen. Lowfire ist raus. Sind auf der Position 4 raus. Accelerate mit 7 Kills in einer sehr starken Runde. Aber heute Amux sehr gut dabei. Eben schon eine schöne Runde gehabt. Jetzt hier mit 3 Kills in den Top 3. Das gibt wieder ein paar Punkte. Also jetzt hier der finale Fight. 4 gegen 4 gegen 3. Hate wieder in den Top 3 mit 9 Kills. Sehr starke Runde. Und die Position der Early Move. Guckt es euch an. Nein, die stehen nicht in den ersten 3 oder 4 Zonen an der gleichen Stelle. Die stehen in den letzten Zonen an der gleichen Stelle, weil sie so krass gut predicted haben. Ein bisschen Glück war natürlich dabei. Aber als die erste Zone nach Norden geschiftet ist, in die Richtung, da wussten sie schon, sie sind sehr, sehr gut gelegen. Das könnte was geben. Amuk kommt dran. Problem an der Sache ist, sie sind in der Unterzahl. In jedem Fall, egal wer ranpusht. 3 haben sie nur noch. Aber die können auch hier oben zu zweit, weil Michi ist ja noch ein bisschen weg, erstmal gleich Amuk vielleicht rausnehmen. Times eigentlich zu offen hier. Wenn sie da dicht ranpushen, er steht dann rechts hin offen. Duxan fährt mit dem Fahrzeug rüber. Michi ist da komplett im Flank. Michi könnte absnacken, wenn Accelerate gegen Kuma, gegen Amuk fightet. Da hat es der erste nicht geschafft. Accelerate Tamiko ist direkt explodiert. Oh, der Molotov gegen Times passt, aber guckt euch an, Medic geht da raus. 8 Gaming, Times wird jetzt geholt. Michi. 2 gegen 3 gegen 3. Medic sollte aber vielleicht nochmal hochgeholt werden. Da fighten sie gegen 2 Teams, sehr, sehr schwierig. Ja, und da wurde Medic wieder hochgeholt. Michi alleine hat sein Fahrzeug explodieren lassen, die Gegner haben schon draufgeschossen. In Hate, hinterm Stein zum Glück explodiert. Und Times kann dann nochmal hochgeholt werden, wurde nochmal hochgeholt. Und Versed ist unten unterwegs, Versed muss da fallen, Versed fällt aber nicht. Und Kashi wurde jetzt von Medic geholt. Das hilft natürlich jetzt hier Hate Gaming. Hate Gaming, ich glaube, die können dort gewinnen. Die Nate
Passt nicht ganz. Bisschen Schaden, aber ein Worsted gemacht. Der wird jetzt nochmal heilen müssen. Somit jetzt hier 2 gegen 3. Mich hier neben im 1 gegen 2 so ein bisschen. Unübersichtlich. Oh, die Zone drückt. Die kitzelt. Luxan, low HP. Sein Teammate. Rustic geht auf Heilung. Rustic geht komplett auf Heilung. Rustic geht auf Heilung. Der muss aber gleich noch reinmoven. Der bleibt erstmal hier. Der bleibt auch hier. Und somit 3 gegen 4 der Fight. Und es sind nur 3 von Amok oben. Also 3 gegen 3 der Fight erstmal hier oben. Solange unten Worsted nicht entgegenkommt. Oh. Da kommt schon alles reingeflogen. Times ist da. Aber Michi mit dem Flank hat da Uwe geholt. Und jetzt haben sie die Überzahlsituation gleich sofort. Weil Xelil... Nee. Xelil wird aber von der Zone Glock Medic ebenfalls. Und somit nur noch Worsted im 2 gegen 1 in der Unterzahl. 1 gegen 2 natürlich. Und das müssten sie sich gleich dran erinnern, dass der unten liegt. Und somit guckt es euch an, Hate Gaming, 15 Kills, da gehen sie auf Nummer sicher, holen da Michi hoch. Und wie geil ist das denn bitte gemacht? Die haben sich so früh die Position geschnappt und können bis zum Ende fast an der Posi bleiben. Und die haben, obwohl da kein Compound ist, das Ding verteidigt. Allen, was ihnen lieb ist, haben sie es verteidigt. Und Times hat den Gegner schon gespottet, zieht ihn mit der M4. Worsted wurde da beschossen, aber Amok wieder mit einer schönen Runde auf der 2 hier. Mit am Ende dann wahrscheinlich 3 Kills. Ja, so sieht's aus. Hate Gaming gewinnt die Runde. Sehr, sehr starkes Ding. Das war wirklich krass gespielt. 16 Kills sind es am Ende auf der 1. Amok auf der 2 mit 3 und Accelerate auf der 3 mit 7 Kills. In Famous Esports auf der 4 mit 5 Kills. Team Focus auf der 5 mit 1 Kill. Und schön, dass ihr da dabei seid. Wenn noch jemand neu dabei ist, lasst gerne einen Follow da. So, hello everybody, welcome to the stream. If someone else is new here, feel free to leave a follow. Really appreciate your support. Weiter geht's. Kuma auf der 7 mit einer besseren Runde. 6 Kills. 7 Atoms noch auf der 6 mit 5. 4 Kills. Boardlooter auf der 8 mit einem Kill. Ram auf der 9 mit 5. 6 Kills. Angry Kids auf der 10 mit einem Kill. Destiny ohne Kill auf der 11. Unknown Esports, 1 Kill auf der 12. Black Sparks auf der 13 ohne Kill. CPN auf der 14 mit 2 Kills, also die Captains. Equalizer auf der 15 ohne und Illuminate mit einem Kill auf der 16. Raus. So schnell kann es gehen. GG auf jeden Fall, Xelil, GG. Schönes Ding am Ende. Also, ich join jetzt gleich dem letzten Raum. Wir gehen wieder kurz hier rein. Sehr, sehr krasser Fight am Ende. Von allen drei Teams. Das war ein sehr schöner Fight zum Zusehen. Muss man ganz klar sagen. Und ich warte jetzt noch kurz auf die ID. Dann geht es hier gleich weiter mit der nächsten Runde. Gar kein Problem. Aber das war schon gut gemacht. Sehr solide gespielt. Und die Position, dass Michi auf der anderen Seite am Stein war, hat geholfen. Er konnte so Accelerate ein bisschen unter Druck setzen und war auch vor Amok gecovert. Also er hatte da, konnte von Amok erstmal keinesfalls geholt werden. Accelerate konnte ihm nur gefährlich werden und da hatte er auch einen guten Off-Angle. Sie hätten ihn schon pushen müssen, aber dann hätten seine Teammates auch über die Ferne drauf geschossen, beziehungsweise da hätte Amok zumindest oben an die Straße schießen können. Also, GG. Warten wir noch kurz auf die ID. Schön, dass ihr da dabei seid. War echt ein sehr schönes Ding. So. Gleich geht die nächste Runde weiter. Wir spielen noch zum guten Schluss heute Sanok. Morgen Abend geht es dann weiter. Ich hoffe, ihr habt noch Bock drauf. Hello, Alpaca PUBG Mobile. Welcome to the stream. Hope you're fine, mate. We have a 3-minute delay to prevent for stream sniping, so don't be confused why I'm answering you that late. GG. Richtig gut, Michi, von euch. Also. Sehr, sehr positiv. ID wird jetzt sofort gepostet. Ich gehe davon aus, dass wir so einen Punkt starten werden, vielleicht eine Minute vorher. Gerdi schreibt auch nochmal ein GG.
Sehr schönes Ding. Ganz klar, sehr schönes Ding. Eight times schreibt auch GG. Sehr schön, so muss das sein. Mit dem Fair Play. GG, Shadow. Schön, dass du auch noch dabei bist. So, Sanok ist offen. Es geht in 7 Minuten weiter. 22:01 Uhr. Let's go. 6 Minuten 20 sind es noch. Ich drehe schnell dem Raum bei. Und wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da dabei seid. Das ist sehr, sehr gut. Und vielen, vielen Dank, dass ihr auch auf der Plattform hier vorbeischaut. Wenn auch jemand noch nicht einen Account gemacht hat, macht das gerne. Supportet mich. Würde mich wahnsinnig freuen. So, rein da. Passwort noch eingeben. Da sind wir dabei. Sehr gut. Gehen wir schon mal in den Raum rein. Wir warten noch kurz, bis das losgeht. Ich bin mal kurz wieder AFK. Geht ja gleich auch weiter. Da ist der Countdown. Oh, wir hatten wieder das ganze Spiel live oben stehen. Das tut mir leid. Vergesse ich einfach manchmal. So, 5 Minuten 30 sind es noch. Bleibt gerne dabei, nächste Runde geht gleich sofort los. Und wir hatten jetzt heute hier im Stream, bis jetzt zumindest in dem Stream, einen Schnitt von genau 30. Das wäre super, wenn wir den halten. Das wäre schon sehr stark. Also, ich bin gleich wieder für euch zurück. Nach einer kurzen Pause. Wenn auch jemand neu dabei ist, lasst gerne ein Foto da. 7 Stück bis zu den 530, die schaffen wir heute nicht, aber dann vielleicht morgen. Michi sagt, hehe, ja, das war ein feiner Zug da. Also die Position war on point. Also, ich bin gleich wieder für euch zurück. Und wir sehen uns dann sofort wieder. Bis gleich.
So, da bin ich doch wieder. Hey, Times hat gefollowt. Hey, ich hab schon gefollowt. Times, das buggt manchmal. Das buggt manchmal. So, und los geht's. Jetzt machen wir auch das live ganz schnell weg. Ja, das buggt manchmal. Ein anderer Streamer, ich habe im Support-Kanal auf Discord gesehen, wie einer einen Screenshot gepostet hat. Das ging so langsam halt hoch, die Follower. Und dann ging es zack, harte Kante, 100 weniger, und dann ging es wieder langsam weiter hoch. Gestern Abend hat er 100 Follower verloren. Das passiert schon mal. So, ihr seid noch dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann geht's gleich weiter. Stream wird auch wieder auf YouTube hochgeladen. Wenn das, ich weiß nicht, wie schnell das geht. Es muss dann noch über Nacht auch runterladen. Das ist noch nicht bei Drobo sicher, dass das klappt. Ansonsten kommt der morgen Nachmittag, morgen Abend irgendwann, aber das ist kein Problem. Und auf geht's. Viel Erfolg an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Da sind wir. Wir starten die nächste Runde. Schön, dass ihr dabei seid. Somit haben wir 524 Follower. Ja, manchmal defaultet das irgendwie automatisch. Aber jetzt konzentrieren wir uns hier auf die letzte Runde für heute Abend. Ihr seht's, drei haben wir schon gespielt. Hey, sehr stark wieder dabei. Und weiter geht's jetzt hier. Wir starten unten links unterhalb von Nahkampf. Liegen über Nahkampf und Dirin drüber. An Hattin vorbei. Oben zwischen Hattin und Chaos. Der letzte Punkt zum Rausspringen. Kuma geht da Richtung Chaos. Also letztes rausgesprungen. Seven Atoms hier in Sami unterwegs. Accelerate ist da direkt mit dabei. Wir gehen mal auf sie drauf, gucken aber trotzdem, wo die anderen hingehen. Camp Charlie, auch zwei Teams. Amok zusammen mit dem Unknown Esports Team. Und ansonsten Black Sparks, Goban ist da noch mittendrin zwischen den Famous Esports. Luffy ist da weiter weg. Sand vor links, Bieland auch. Sind da bei Equalize zusammen. Und hier oben Omar. Da ist doch ein Gegner ganz spät bei ihm gelandet. Bieland war es. Bieland hat noch keine Waffe. Das wird für Bieland gewesen sein, oder? Kommt er da ins Gebäude rein? Bieland ist im Gebäude. Hat eine QBZ. Das kann erreichen für ihn. Oh, reicht aber nicht. Schön gemacht da von Omar. Das war knapp. Bieland liegt auch schon. Sanfur liegt auch schon. Somit zwei für Black Sparks raus und die Zone ist nach oben links verschoben. Wie so typisch immer. Holy moly, das passiert echt häufig. Und hier unten Amuk bei Kim Charlie in der Nähe von Unknown Esports. Und Accelerate hier in der Nähe von Seven Atoms. Wir schauen mal, wer sich hier wen schnappen kann, ob sich jemand hier wen schnappen kann. Aber es sieht so aus, als würde Accelerate da erstmal auf Defensiv ein bisschen weggehen. Goban hier mitten zwischen drei Spielern. Oh oh, Bam in Famous Esports hier. Ist bei ihm dran. Wird er gepusht, aber nimmt Lowfire raus. Er versucht dann mit der Pumpgun, er geht auf den Kill. Oh, und Formal hat ihn da. Somit nur noch Luffy am Start für Black Sparks. Nicht so eine gute Runde. Ram oben auf dem Berg gelandet. Ah ja. Interessantes Zöhnchen. Und die haben schon eine gute Position dafür, muss man ganz klar sagen. Da, Medic geholt worden. Amuk jetzt zu dritt noch dabei. Gehen wir mal auf Unknown Esports. Hammox ist da auch geholt worden. Versed alleine. Versed wird geholt. Amuk ist raus. So schnell geht's. Unknown Esports mit 4 Kills. Unknown Esports, genau. Und Amuk raus auf der 16. Schade. Auch nur mein Internet spackt. Das ist nicht gut, Shadow Black. Schön, dass du noch dabei bist. Letztes Ründchen für heute. Und Leader für die Angry Kids gleich im Fight. Vielleicht auch nicht. Hier oben Naos war auf dem Berg, hat ihn schon gespottet. Schauen wir mal weiter, was so passieren könnte. The Captains. Alda, Eleno, Baru und Rhodey am Start.
passiert erstmal noch weiter nichts. Ein paar sind schon nach oben links am Rufen. Die Zone ist schon am Losgehen. Ja, ihr seht schon, ganz am Rand kommt sie. Im Fokus noch im Camp Bravo unterwegs. Plexbugs, wie gesagt, nur noch Luffy dabei. Kummer oben in K.O. noch relativ unbedarft. Keiner in der Nähe. Hate hier ein bisschen südlich davon. Ah, zwischen Paradise und ihrer Posi unterwegs. Sind jetzt auch auf dem Weg zur Insel. Die Chance ist natürlich riesig. Ne? So weit wie oben die Zone verschoben ist nach links. Ja, da fehlt oben und auch links was. Kann also nach Hattin gehen. Hattin wäre momentan so fast sogar der Mittelpunkt ein bisschen nördlich davon gelegen. Und jetzt gibt es hier Double Formation. Ram bisschen gegen ja, Angry Kids jetzt hier in der Unterzahl. Zumindest lokal an ihren Positionen. Weil dann Naos, Litos zu weit weg sind. Und da X-Ray kommt die Nade auf ihn. Wild Alone ist direkt vor ihm. Exile auch. Da kommt noch eine Nade rein, die passt ebenfalls nicht. Aber Jay-Z ist da mit dem Backstep und jetzt kann X-Ray auf einmal von hier auch noch pushen. Oh, geht zu Creedy hinterher. Leader ist da hinten. Okay, der ist auf der Rückseite des Berges. Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, er geht zu offensiv ran. Somit aber Wild Alone safe raus hier und Ram mit dem bis jetzt glücklicheren Ende. Illuminate ist da auch noch in der Nähe. Jay-Z unten für Equalize an der Brücke unterwegs. Sind aber auch auf der nördlichen Insel angekommen. Jay-Z jetzt hier wiederum. Für Ram holt der Leader. Angry Kids sind somit fast raus aus der Runde. Ja, nur noch Exile am Start. Low HP. Da jetzt noch jemand ein Bömpchen droppt, dann war es das für ihn. Aber Blade nimmt da jetzt erstmal nach raus. Das könnte einen safen Kill geben. Teammate von Ram schießt da schon. Versucht ein bisschen zu stiften, dass der Kill Blade mit dem Frag. Somit Illuminate gleich in der Überzahlsituation. X-Ray wird da auch geholt. Super gut. Jay-Z liegt auch schon, jetzt ist es hier nur noch eine. Litos, dir ganz, ganz nah an Blade. Kann er den Triple machen, dass er natürlich ein Ding hat, die Nate rausgeholt. Pullt sie. Dann ist es hier gleich 3, 2, 1. Da haben sie beide die Nate gepusht. Die beide schmeißen sie die Nate rein. Beide kriegen sie sich nicht geholt. Aber Blade geht da früher um die Ecke. Hat aber weniger HP. Sein Teammate ist aber direkt hinter ihm. Man hört ihn schon. Litos jetzt low HP. Und Blade hat richtig Bock. Blade hat richtig Bock. Und da wird er aber geholt hier. Malik mit dem Last Track. 4 Kills für Illuminaten. So schnell kann es dann schon wieder für das gegnerische Team vorbei sein. GG, Pain, die anderen Hate-Spieler hier in der Nähe von Team 12. The Captains aber. Harter Start hier. Times schon raus. Beast, Michi, Pain verblieben. Aber die können auch zu dritt natürlich was machen. Also schön, dass ihr alle dabei seid. Na klar bin ich immer da, auch wenn ich nicht schreibe. Ja, Shadow Black, vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Übrigens ist ein Mod nicht mehr dabei. Der gute Dazed, der zieht sich erstmal aus dem Internet zurück. Das ist ja auch okay. Deswegen vielleicht bauen wir bald nochmal einen Shadow, einen Mod. Mal schauen. Was kann jetzt hier Hate machen? Equalize im Split. Ich persönlich mag so die... Also Splits ja, aber nicht so krass, wie die es tun. Weil die müssen über die freie Fläche crossen, wenn sie zu den Teammates wollen. Das zeige ich euch gerade mal hier. Ihr seht... Irgendwohin, wenn sie rüber wollen und helfen wollen, sind sie da nackig auf der Freifläche unterwegs und können da gekillt werden. Deswegen mag ich so krasse Splits tatsächlich im Midgame nicht so. Early, vielleicht noch auf einer großen Map. Aber das kann ist natürlich High Risk, High Reward, ne? High Risk ist der, dass sie sterben können, relativ simpel. Und High Reward, sie haben mehr Häuser zum Looten und kriegen vielleicht besseren Loot und haben dann hinten raus eine bessere Chance. Ich kann es auch verstehen, also. Und Beast wird hier gepusht, Elendo. Elendo, viel zu gierig. Alleingang, das wurde bestraft. Beast, schöner Kill. 3 gegen 3 sind sie jetzt hier noch dabei. Und Hemox nimmt das Snaps raus für 7 Atoms ganz hier unten. Wir gehen runter. Anon Esports und Fight gegen 7 Atoms. Nubar. Hemox. Pushen da langsam sich heran. Wo haben wir denn Snaps liegen? Bisschen weiter vorne. Der war auch schon wieder allein unterwegs. Cheetah und Geralt müssen eigentlich rankommen von der Seite. Das ist die zweite Zone. Die macht noch nicht so viel Schaden. Da können sie auch noch was machen. Nubar wird hinten geholt. Sie müssen eigentlich jetzt hier als Team zusammenstehen. Ja, der Kill ist da. Erster Kill auch somit für 7 Atoms am Start. Und das könnte jetzt schon... könnte zu spät sein. Der Tick-Schaden. Nee, es ist nicht zu spät. Es ist ja nur noch der Tickschaden da. Doch, es ist zu spät, oder? Ja, doch, der Tickschaden geht noch. Das Ausbluten, das Normale, war schlimmer. Sah dann aus wie Double Tick. Somit kann das Snaps nochmal hochgeholt werden. GG.
Und es ist nur noch Hammox hier. Und Fierce, glaube ich, pusht da gleich ran sogar. Könnte sein, dass er jetzt hier rangeht und dann noch den letzten auch holen will. Und wir sehen Baran, der geholt wird gegen Accelerate ist er gefallen, ja. Da waren sie weiter vorne und jetzt ist er definitiv alleine. Sie hatten eine gute Position hier eigentlich, aber dann war Accelerate da. Erster Kill, zweiter kommt. Nein, erster Kill, das bleibt auch dabei. Destiny ist noch links von denen unterwegs und die nächste Zone ist nach oben verschoben. Und Kuma move da jetzt übers Wasser. Michi ist schon hart hin unterwegs. Oh, Michi. Wieder in einem Flank, wieder als Lurk unterwegs. Das kann man, das wenn sie das so positiv durchziehen können, als dass er als Lurk unterwegs ist, vielleicht nicht ganz so weit gesplittet wie jetzt, dann kann das super funktionieren. Das sieht man bei fast keinem Team, auch auf komplett europäischer Ebene noch, dass einer wirklich im Lurk unterwegs ist. Häufig sieht man ja wirklich 2-2. Vielleicht ist das auch einfach die Entscheidung, wenn sie zu dritt nur noch sind, dass er dann in den Lurk geht und die beiden anderen zusammenspielen. Kann natürlich auch sein, aber finde ich erstmal sehr positiv, aber Michi muss jetzt hier aufpassen. Ja, er will genau auf den Fluss aimen. Schlumpi hat ihn da schon. Nee, Schlumpi guckt auch auf den Fluss. Beide die gleiche Idee. Da aimt keiner hoch. Und dann brauchst du auch Bescheid. Ja, ja, mach ich. Hier unten. Ich meine, ich brauchte jetzt auf Twitch mehr, weil da halt deutlich mehr Zuschauer waren. Hier sind jetzt wieder weniger, braucht man vielleicht auch weniger. Aber wart mal ab. Alles ganz entspannt. War schön, dass ihr alle dabei seid. Na, Jay-Z schießt da runter Richtung der Captains. Und Paige schießt von oben mit drauf. Parker von Equalize wird er geholt und direkt gefinished. Beast mit einem Beast-Aim. Hört da die Schüsse von Illuminate. Die haben natürlich noch mehr High-Ground. Pain kriegt da Hits ab, muss jetzt hier sich erstmal heilen. Und Michi bleibt erstmal dann hart hin. Die Position ist eigentlich super. Da müssen sie alle hin. Oh, Team Focus und Bot tut da ganz oben unterwegs. Was ist da los? Michi moved jetzt doch ran. Ne, er sollte es einfach nicht versuchen. Er hat nicht bemerkt, dass da schon welche durchs Wasser waren, bevor er überhaupt hier war. Gut gemacht von Kuma. Sehr früh der Move, ja. Und da ist immer noch sehr viel Wasser in der Zone. Jetzt bin ich mal auf die dritte Zone gespannt. Wo geht die Reise hin? Links oder rechts? Wenn sie nochmal crossen müssen, wäre das der Troll des Jahrhunderts. Okay, eher links. Brückenzone noch möglich. Aber auch rechts oben der Teil noch möglich, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Und Beast und Pain, ich glaube, sind jetzt auf dem Weg zum Teammate. Wobei denen ihre Position gerade auch nicht schlecht ist. Michi müsste wieder zurück. Gierig. Aber Bot Luther ganz außenrum mit der Bootstour. Im Fokus muss auch noch ein Stückchen moven. Die Zone geht in einer Minute erst los. Also da ist noch massig Zeit. Accelerate von links oben rein. Angry Kids sind da noch dabei. Und Destiny. Ganz links über den Flank unterwegs. Equalize. Da wurde einer geholt. Captains mit noch einem Knockdown, aber auch jetzt hier Rhodey genockt worden. Bimba und Jay-Z im 2 gegen 1 in der Überzahl. Alda ist hier alleine unterwegs. Eieiei. Equalize kann da ihren Mate, kann da den Mate nochmal hochholen. Luigi war das, glaube ich, oder Omar. Omar war es. Jetzt müssen wir schauen, was passiert hier. Alda hier hinter der Bude unterwegs. Jetzt haben sie ihren Mate wieder hochgeholt. Equalize mit 3 Kills, aber da wird der Kill schon einfach noch weggesnackt. Hate Gaming mit ihrem 3. Kill andersrum auch dabei. Michi ist schon wieder ein bisschen näher dran, ist hier im Tower unterwegs. Eieiei, schwierig für ihn, aber das kann hinten raus wieder gut werden. Diesmal weiter gesplittet als eben, aber das kann funktionieren. Und ihr seht die nächste Zone nach rechts unten verschoben. Wir haben sie eben drauf geachtet. Ist hier um die Brücke rundherum und die Teams sind auf dem Weg. Es sind noch 39 Spieler und 12 Teams. Eieieiei. Schwierig. Für das ein oder andere Team. Und Illuminate ist oben auf dem Berg im Highground unterwegs. Ich hätte. Ja, sie wollen erstmal Highground noch safe halten, bis die Zone wirklich da rankommt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Also, Zone geht jetzt sofort los. Ist sogar losgegangen und dann wird es gleich spannend. Ja, es ist die dritte Zone, der Schaden geht noch. Aber da sind die Teams schon richtig dicht zusammen. Ja, das mit den Zuschauern hier wird noch.
Ah, Shadow Black, das denke ich auch. Haben schon einen guten Start hingelegt. Quasi ja fast aus eigener Kraft. Wir hatten ein paar kleinere deutsche Scrims dabei. Wir haben Hiddy Scrims dabei. Aber wir haben bis jetzt noch nichts Internationales gehabt. Falls wir das dann bald mal wieder haben werden, denke ich schon. Könnten auch noch der ein oder andere auch noch kommen. Aber schauen wir mal. Shavi ist da im Flank unterwegs, schießt auf Accelerate, kann seinen Teammates callen. Hey, da ist doch direkt jemand bei euch. Und das funktioniert. Blade da mit dem Knockdown, Rusek, Tamiko und Uxan zu dritt. Aber Blade jetzt hier geholt worden. 3 gegen 3 lokal, 3 gegen 2 sogar, weil da jetzt Shavi zu weit weg ist. Blade liegt hier schon. Kashi liegt da auch für Accelerate. Ihr seht, jetzt wurde Blade wieder hochgeholt. 3 gegen 3 noch übrig. Und Seven Atoms sind da hinten an der anderen Seite des Berges unterwegs. Wir sehen den Schatten durch den Berg durch. Und auf die nächste Zone bin ich gespannt. Wir bleiben aber erstmal hier beim Fight. Accelerate. Kashi wird gerade wieder hochgeholt. Tamiko versucht hier einfach nur präventiv gegenzuschießen. Molotov kommt nicht an gegen ihn. Die Nade passt aber. Damit ist der erste Spieler Kashi raus. Blade mit der Bomben-Nade. Blade wird aber jetzt genockt. 2 gegen 2 lokal. Duxan und Tamiko gegen. Oh, jetzt sind sie zu dritt hier sogar. 2 gegen 3 Unterzahlsituation. Duxan nimmt da Malik Fares raus. Tamiko muss jetzt schnell was machen. Tamiko hört die Steps da von Shabi. Tamiko down. Jetzt ist es nur noch Duxan im 1 gegen 3. Nimmt die Nate raus. Oh, die Nate passt nicht. Nimmt den ersten raus. Kann keinen weiteren mitnehmen. Das war knapp. Hätte er den auch noch bekommen, dann hätte der Blade sicherlich auch noch holen können. Illuminate mit 4 weiteren Kills zu viert dabei. 8 Kills insgesamt. Sehr gut. Und sie sind hier nicht weit weg von der nächsten Zone. Müssen aber, wenn sie runterkommen, nackig über die Freifläche laufen. Da ist nichts. Und hier haben wir oben Kuma im Fight. Kuma ist raus gegen die Bot-Looter. Backstepper da, die kamen übers Wasser. Bot-Looter mit 4 Kills. Kuma raus auf der 11. GG. Hello everybody, welcome to the stream, guys. Really appreciate your support. Und die Equalize, die haben noch mehr Bock. Die nehmen da direkt von den Famous einen raus. Kill Nummer 5. Destiny gegen Bot-Looter. Hate ist auch noch dabei. Hate wird da langsam aber sicher von Seven Atoms gepusht. Fierce liegt da gerade. Ehren und 3 gegen 3 lokal jetzt hier. Michi ist da. 3 gegen 2 eher. To hier fällt dagegen Destiny. Die haben die Schüsse gehört, sind jetzt hier rangehasselt. Toll, hier schafft's nicht. Rowdy und Kaido verblieben. Und Hector auch noch hier. Der war nur gehittet. Hector aber jetzt genockt worden. Instant hier der weggenockt worden, der Hector. GG, Jan Baki. 2 Kills hat er schon. Das wäre der dritte dann. Und Cheetah liegt. Ich glaube, das war Hate. Jo. Ist raus. Illuminate mit dem 9. Kill. Sehr schön. Die Position ist halt absolut eklig mit dem High Ground. Beast und Pain müssen da richtig aufpassen, dass sie nicht vom Berg runter beschossen werden. Haben noch einen Buggy hier. Sie können also relativ schnell rotieren. Zone um hat hin und um den Berg. Ach du meine Güte. Was ich aber eben meinte, mit nackig über die Freifläche laufen. Hier unten in der Senke. Da ist einfach gar nichts. Da kannst du dich nirgendwo verstecken. Und Equalize Jay-Z geholt worden. Luffy lebt noch für die Black Sparks. Hier im Wasser unterwegs. Eieiei. Jay-Z gefinisht worden. Equalize runter auf 2 Spieler. Bimba und Omar. 5 Kills haben sie. Da müssen wir jetzt mal schauen, was passiert. Wer jetzt hier wen holen kann. Bimba wird jetzt hier hochgeholt von Omar. Somit, ja, gleich wieder zu zweit dabei. Sleepy von... In Famous ist er nicht so weit von weg. Und was macht Hate? Pain hat sich nochmal ein bisschen geheilt. Sieht da BAK mit seinem Teammate. Enter kann hier Beast noch was machen. Ah, sieht da die Brücke natürlich perfekt. Schöne Posi. Mit einem kompletten Wechsel läuft es ja sehr gut. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Aber so ein halber Wechsel, das hätte... Ich hätte mich geärgert, dass ich auf beiden... Plattform, also hier hätte ich deutlich weniger und ich hätte Twitch weniger als sonst, was ich gewohnt war und das hätte mich irgendwo gefuchst, muss ich sagen. So, harter Cut. Und vielen, vielen Dank, dass alle mit dabei sind. Finde ich super gut. So, da hinten Team Focus zu viert noch dabei. Pain wurde jetzt gerade von Neville Boy geholt. Team Illuminate mit ihrem nächsten Knockdown. Und hier unten Team Focus im Fight. Eieiei, Shark liegt schon. Rowdy von den Botlootern geholt worden. Hector und Kaido noch zu zweit dabei. Und hier oben ist es auch schwierig. Warten wir es mal ab.
Equalize noch zu zweit. Pain wieder hochgeholt worden. Die Zone, der Hate ist drin. Und was kann Michi machen? Eieiei. Holt er die Nade raus. Er muss gegen 4 von Destiny ran. Ich glaube, wenn er da gar nichts geschmissen hätte, hätte es besser klappen können. Die waren so auf links fokussiert, aber das weiß Michi natürlich nicht. Kalat nimmt da Bimba raus. Michi wird jetzt von hinten gepusht. Michi sollte das mitbekommen. Oh, der Gegner mit dem Headshot. Schade, Michi, das war so gut. Und jetzt haben wir nur noch Pain und Beast. Aber Top 8 wieder mal. 4 Kills, da geht noch was. Und Illuminate ist da auf dem Weg zur Zone. Exile wartet vor ihnen. Oh, hier werden jetzt einige durch die Zone sterben. Da ist Hate gleich sicher in den Top 5. Vielleicht sogar Top 4, Top 3. Wenn das jetzt hier schnell geht. Na, hinter ihnen sind noch die Seven Atoms. Beast nimmt da nochmal einen raus. Das ist der 5. Kill zumindest. Also Top 5 mit 5 Kills wäre schon sehr solide. Pain muss hier ganz gewaltig aufpassen, sonst klingelt es gleich von hinten. Seven Atoms. Okay, er ist jetzt hier komplett im Low Ground unterwegs. Der kann ihnen nicht gefährlich werden. Oh mein Gott, Illuminate mit der besten Posi. Da müssen ja alle jetzt über die Freifläche flitzen. Und lediglich hier, ja, Snaps ist jetzt unter denen unterwegs, aber der wird von allen gespottet. Snaps kann da absolut nichts machen. Geht wieder zurück. Und die, wie wollen sie den Berg runterkommen? Ich glaube, gewinnen können sie, na, vielleicht doch. Wenn sie alle vorher killen, dann gewinnen sie das. Und Hate muss noch moven. Da macht sich der Beast auf den Weg. Nimmt da fast Snaps raus. Wurde aber jetzt von den Gegnern beschossen. Somit ist es nur noch Pain, sein Teammate. Nice try. Ah, zu Shabi hätte er versuchen kommen. Ja, er hätte nicht weiter, wirklich weiterkommen können. Pain geht auf Heilung. Ich glaube, die Entscheidung ist gut. Er moved aber nochmal ran. Ah, das ist, macht er gut. Zonenschaden, gleich die Zone ankommt, ist natürlich immens hoch. Er ist immens hoch. Er ist in den Top 4. Viel mehr wird es nicht werden, aber das ist schon super. Ben, jetzt muss er gegenheilen. Letzter kommt und dann muss er flitzen. Das wird er nicht schaffen, aber Top 4. Kann er nochmal einen rausnehmen. Er hat zumindest noch Blade mitgenommen. 6er Kill in Top 4. Schön gemacht. Somit haben wir jetzt hier Seven Atoms gegen Illuminate, gegen Destiny und Illuminate eigentlich mit der besseren Posi. Schabi hier, der eine Baum. Gottbaum hier für ihn. Einfach Spectre, da unten sind sie raus. Jetzt ist nur noch Seven Atoms komplett im Low Ground. Und Illuminate muss da jetzt moven. Oh, sie haben noch Motorräder dabei. Er hört die Gegner. Vielleicht lässt er auch nochmal was runterfallen. Malik, sein Teammate ist da. Da kommt eine Nate runter. Liegt viel zu weit. Ja, in dem Winkel kann er sie nicht gut runterwerfen. Aber da kommt eine gute Nate. Na, ein bisschen zu weit. Snaps bekommt er Hits. Noch eine Nate. Die war besser. Die müssen eigentlich gleich moven. Shabi wird ablenken, dann fallen sie von oben runter. Lass uns, das wird ein epischer Moment. Springt vom Motorrad. Sein Teammate springt mit runter. Das war so gut. Und jetzt ist es nur noch Snaps hier vorne. Charlie ist da und dann gewinnen sie das Illuminate mit einer sehr guten Runde und einem sehr schönen Finish, auch wenn er da nicht beide geholt hat am Ende. Illuminate insgesamt mit 16 Kills und dem Sieg. Seven Atoms auf der 2 mit 6 Kills und Destiny auf der 3 mit 4 Kills. Sehr schön. Hate Gaming auf der 4 mit insgesamt 6 Kills. Schöne Runde. Team Focus auf der 5 mit 3 Kills. AK, die Angry Kids auf der 6 ohne Kill. Wortlooter auf der 7 mit 4 Kills, Equalize auf der 8 mit 7 Kills, Blacksparks auf der 9 mit 2, Infamous Esports auf der 10 1 Kill, Kuma auf der 11 ohne Kill, Accelerate auf der 12 1 Kill, CPN, The Captains 1 Kill auf der 13 raus, Anon Esports Team auf der 14 mit 4 Kills, Ram auf der 15 2 Kills und Amogleiter als erstes rauf auf der 16 ohne Kill. GG, well played. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr alle dabei gewesen seid. Es war wieder ein sehr schöner Abend, ein sehr schöner Stream, sehr schönes Match oder sehr schöne Matches dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne noch ein Follow da. Ich lade das Ganze wieder auf YouTube hoch. Sollte euch morgen zur Verfügung stehen. Und dann könnt ihr auch nochmal nachgucken, wenn ihr das möchtet. Aber in jedem Fall vielen, vielen Dank
dass ihr alle dabei gewesen seid. Morgen, 20 Uhr geht's weiter. 18 Uhr Check-in. Registration sollte offen sein. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Danke für euren fetten Support. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Bis morgen. Und ciao.